liebe oberen Studienrätin der querfeministischen Gender Studies, wie ihr jetzt wild zum Telefon greift und euch bei der Redaktion beschweren wollt, schickt die Nachricht bitte direkt an Wolfsgrimm Records, der liest sie mit Freude. Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Zurück aus der Winterpause, allerdings mit vielen, 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 vielen Veränderungen für dieses Jahr. Aber da kommen wir später zu. Bei mir ist natürlich mein lieber Freund Gerald. Hallo, Gerald. Ja, grüß dich. Hallo und willkommen zurück. Ja, an uns, schön, an dich. Schön, nach längerer Zeit deine Stimme zu hören, wäre ja gelogen. Wir stehen ja immer mal wieder im Kontakt. Genau, richtig. Aber dann meistens ist es ja, ich finde es schön, dass wir auf normalem Niveau miteinander reden. Sonst brüllen wir ja nur durch den Hörer. Ne? Und danach wird dann das Ding in die Gabel geknallt. Also für diejenigen, die noch wissen, wie so ein altes Telefon funktioniert hat. Ne? Und mit Wählscheibe. Verbinden Sie mich mit Berlin. Genau. Ist der Russe schon so da? Das geht ja. Geht ja gleich gut los. Wir sind wieder zurück, richtig. Aber du hast es selbst angesprochen, mit so leichten strukturellen Veränderungen aus der Situation, aus der Not heraus, könnte man sagen. Manu, willst du damit gleich mal direkt anfangen? Warum und weshalb? Erstmal möchte ich sagen, dass wir diesen Winter einiges an Zuwächsen erhalten haben, was unsere Hörerschaft angeht. Erstmal herzlich willkommen an alle Neuen in der Hartschnack-Community und natürlich freuen wir uns da über jeden Einzelnen sehr. Und zwar habe ich mich beruflich umorientiert und ohne jetzt konkret auf den Job selbst eingehen zu wollen, mache eine Ausbildung, wie man sich das vorstellt, wie man das früher so gemacht hat. Allerdings mache ich eine Ausbildung innerhalb von 6 Monaten und dementsprechend ist mein Tag gut gefüllt, sage ich mal. Also ich habe selten vor 21 Uhr Feierabend und muss halt früh auch schon wieder viel für Schule und für Seminare machen. Und weil ich in 6 Monaten halt schon durch sein will mit dieser Ausbildung, habe dann aber natürlich den Vorteil, zumindest so stelle ich mir das vor, dass ich nichts mit Menschen zu tun habe danach und viel Musik hören kann. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Und, guter Ansatz. Und auch nicht mehr abhängig von einem Arbeitgeber bin. Das ist mir sehr wichtig. Also das war die letzte Lehre meines letzten Arbeitgebers, dass man da so, wenn man da so eine gewisse Abhängigkeit hat, das ist nicht schön, wenn man sich rumschubsen lassen kann, muss, wie sie es wollen. Ja, ja. Richtig. Ja, das muss nicht sein. Nee, aber das ist ja auch normal. Ne? Also was heißt normal? Also nicht, dass du rumgeschubst wirst, aber dass man zum Beispiel, also dass viele irgendwo so gerade so in ihren 40ern irgendwie auf den Punkt kommen, dass sie sagen, so okay, vielleicht ist jetzt grob gerechnet die Hälfte rum, was kann ich denn jetzt noch anfangen und ist das, was ich bis jetzt gemacht habe, überhaupt das Richtige? Ne? Weil das ist ja, ich habe das immer wieder, ne? Gerade auch wenn ich mich mit Leuten, also mit Jüngeren unterhalte. Ich meine, klar, mit 20 weißt du in erster Linie, was du nicht machen willst, aber was du eigentlich tun willst mit deinem Leben, das wissen die wenigsten, werden dann aber trotzdem so ein bisschen nur durch das familiäre Umfeld, durch die Gesellschaft irgendwie in so eine Form gedrückt, in die sie sich dann hineinbegeben und mit der man dann auch erstmal seinen Frieden macht. Aber wenn dann das Wirtschaftliche erstmal so weit steht und der Background steht und man denkt so, okay, jetzt bin ich eigentlich ganz gut situiert, aber irgendwie ist das mir doch ein Stück weit zu eng, dieses Korsett, was ich mir hier geschnürt habe, dann ist das so spätestens der Zeitpunkt, wo man sagt so, okay, soll es das jetzt sein? Oder reiße ich jetzt alles nochmal mit dem Arsch ein und gucke, dass ich vielleicht dem Ganzen nochmal einen neuen Drall gebe? Habe ich auch oft, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also weniger wegen dem Stresslevel und weniger, weil mir irgendwie auf den Knirsch geht, sondern vielmehr, weil man sich denkt so, okay, ne, wo soll es denn generell so hingehen? Ich meine, klar, ne, sind die Kinder erstmal aus dem Haus und so weiter, dann muss man ja auch wieder klarkommen. Du siehst es ja oft so, wie dann manche dann total versacken, weil sie dann überhaupt keine Aufgabe mehr haben. Und das ist ja das Ding. Ne? Deswegen machen wir das hier ja auch so gesehen weiter, wenn jetzt auch, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht in so leicht veränderter Konstellation und vielleicht auch veränderten Toni, aber man sucht sich halt weiter in seine Projekte und bleibt den Sachen treu, die einem bis jetzt vielleicht gut getan haben und ein paar andere, die schneidet man so weg und haut die raus, weil die halt als Ballast irgendwann nur noch mit dranhängen und das ist ja auch nicht so schön. Das ist wir haben ja alle keine Zeit, das ist es ja und du jetzt eben ganz speziell überhaupt nicht, jedenfalls nur wenig in den kommenden 6 Monaten, hast du ja schon angedeutet.
Ja, von meiner Seite aus auf jeden Fall schon mal. Hätte ich dir ja vorhin eigentlich schon sagen sollen im Vorgespräch, ne? Aber ich wünsche dir auf jeden Fall da alles Gute dafür. Das war's für heute von Manuel. Ab jetzt bin ich alleine. Richtig. Nee, Ja, also. du lachst, aber das wird ja in die nächste Zeit oft so sein, dass die Hörerschaft vornehmlich deine Stimme hören Ja, werden, ja. wenn du Material hast, Ich höre die Augen von was dir rollen, ja. ja, ist so. Aber ich glaube, das ist Gerald kommt endlich seinem tiefen Wunsch, den wir ja schon seit Monaten äußern oder Jahren Seit äußern, Jahren dass wir schon, ja. doch diesen 2 Wochen Turnus bitte unterbrechen sollen, weil das auch Stress machen kann. Sind näher und wir haben uns da gegenseitig freie Hand gelassen, komplett. Also Gerald haut was raus, wenn er kann und will. Bei mir ist das Problem, ich stehe ja besonders auf Podcasts mit Gästen, aber die Vorbereitung, Nachbereitung, Gestaltung einer Folge mit Gästen sind natürlich viele, viele Stunden, Ja. die ich natürlich jetzt nicht aufbringen kann, wenn mein Arbeitstag. Gut, es gibt mal Tage, da habe ich auch mal weniger zu tun. Ne? Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich von morgens 6 bis nachts um 23 Uhr unter Tage In den irgendwelche Steine Säuren, genau. kloppe. Aber würde sich ja immer ein bisschen Zeit finden. Und Ja. ich will ja auch, dass wir dann zumindest mal hier und da eine Folge aufnehmen und was hat sich getan. Aber ich kann es halt nicht mehr garantieren, dass wir das in aller Regelmäßigkeit, also ich zumindest leisten kann und auch will, weil ich auch viel mit dem Kopf woanders bin. Das sind natürlich aber auch Veränderungen, die auch inhaltliche Struktur betreffen, weil eine andere Sache ist ja, wir haben gerne von Festivals berichtet. Ja, aber wenn ich nicht auf Festivals bin, kann ich kein Festival-Review machen. Das liegt jetzt einfach daran, nicht, dass ich keinen Bock habe, auf diese Festivals zu fahren, aber viele Festivals funktionieren ja nur mit Ehrenamt. Ja, da wirst du verpflegt und da kriegst du eine Übernachtung und so weiter und so fort. Aber wenn ich selbst, und das ist ja jetzt die Krux, ich bekomme quasi nur ein Azubi-Gehalt, habe aber natürlich ein Leben eines Erwachsenen mit Familie und so weiter und so fort. Und wenn ich da eine Tankfüllung von 120 Euro bezahlen muss in den dunklen Osten, dann schlägt sich das schon nieder für die nächsten 6 Monate. Und dementsprechend, ich habe das gerade zu Gerald gesagt, klingt das schon opportunistisch. Ich habe schon so ein, zwei Festivals, wo ich dann bleibe, weil ich da aber auch aktiv Geld bekomme, wenn ich da tätig bin. Und das ist natürlich ein Zuverdienst, den ich gerne mache. Klar, gerade in meiner klamm finanziellen Situation in den nächsten 6 Monate freue ich mich da sehr, sehr drüber. Und ich kann da natürlich auch nur von den Festivals am Ende Festivalberichte gestalten Ja. quasi. Also das wird sich auch inhaltlich ein bisschen ändern. Welche Festivals das sind, das sehen wir dann im Laufe der nächsten Wochen. Aber ich würde da jetzt noch nicht ins Detail gehen, weil da mit vielen noch hier und da so ein Gespräch läuft. Aber das ist grundsätzlich auch eine Sache, 6, 7, 8 Festivals abzufrühstücken und die dann zu reviewen und darüber zu sprechen. Also zumindest, ich kann das bis mindestens September, wenn nicht sogar dieses komplette Jahr über so nicht leisten, wie ich es sonst gewohnt war. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, etwas, worüber wir uns in der Vergangenheit schon mehr als einmal unterhalten haben. Und wir hatten ja schon oft den Diskussionspunkt auch intern, dass ja, ich jemand, also schon immer auf dieser Warte stand, dass wir, wenn wir irgendwo tatsächlich Material haben, wenn sich eine Situation anbietet, etwas darüber zu machen, wenn wir selbst das Gefühl haben, ja, das ist jetzt die richtige Veranstaltung, das richtige Setting, wir können jetzt so uns hier ganz frei entfalten, wir können uns frei von der Leber weg jetzt dazu äußern, dass wir das dann auch machen, dass wir aber nicht irgendwo diesen Automatismus verfallen, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwo das tun, was ja eigentlich im Grunde die Ablenkung vielleicht auch so ein bisschen die Erleichterung des Alltags bieten soll, gleichzeitig auch zu einer, ich sage jetzt mal, Pflichtveranstaltung ummünzen, weil dann irgendwann alles nur noch Pflichtveranstaltung ist und man nichts mehr in seinem Alltag hat, in seinem Leben hat, das einem einfach nur, ich sage jetzt mal, ja, Freude bringt im Sinne von, ja, das ist jetzt was anderes, da ist jetzt kein Zwang dahinter, das kann ich jetzt einfach machen oder es auch lassen. Und ja, ich habe auch vorhin schon, ja, wie ich auch vorhin schon zu dir gesagt habe, ich denke, die Situation, so wie sie jetzt momentan ist, du hast ja oft genug eben gesagt, auch, dass für dich eben Struktur wichtig ist, einfach um der Sache treu zu bleiben. Wir sind jetzt mehr oder weniger notgedrungen in der Situation, dass wir gar nicht anders können, als diesen neuen Ansatz zu versuchen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite du eben deine neue berufliche Situation hast, ich auf der anderen Seite eben überhaupt kein Interesse daran habe, jetzt irgendwo in einen strikten Tonus irgendwie mich reinzubegeben.
und wir dementsprechend unweigerlich gucken müssen, wo führt das Ganze jetzt im Endeffekt hin, wie sind denn auch die Reaktionen darauf, wenn was kommt, wie führen wir uns selbst auch damit? Ich meine, du hast ja auch gerade, wenn du sagst, dass du nur noch sehr wenig Zeit hast, schließt das ja nicht generell aus, dass dann vielleicht irgendwo sich doch mal, zum Beispiel sogar mal ein Interview oder sowas auftut, einfach weil die Gelegenheit günstig ist und du sagst so, weißt du was, das nehme ich jetzt mit, ich habe jetzt auch richtig Bock drauf, ich möchte mal wieder was machen und die Situation ist günstig. Das sind ja alles Sachen, die nicht vom Tisch sind. Die schweben ja nach wie vor im Raum und die werden auch dann natürlich abgefeuert, wenn sie sich ergeben. Und wenn sie sich nicht ergeben oder wenn wir jetzt irgendwo anfangen würden, klamm nach irgendwas, nach irgendwelchem Material zu suchen, nur um irgendwie jede zweite Woche eine Stunde oder so zu füllen. Ja, ne? Also ich glaube, das ist etwas, von dem wir gut und gerne abrücken können. Ja, so gesehen jetzt erstmal zwangs, vielleicht auch testweise und dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Ne? Also ich persönlich bin gespannt. Ich habe ja auch das ein oder andere Projekt auch schon im Hinterkopf und vor mir. Ich habe verschiedene Sachen, bei denen ich natürlich auch dabei sein werde, Festivals und Konzerte inbegriffen. Und wenn mich dann der Hafer piekt, und das passiert bei mir meistens immer genau dann, wenn ich eigentlich gar nicht muss, dass ich dann sage, so jetzt aber doch, ne? Dann kommt auch was bei rum. Und das heißt also, dass auch weiterhin hier auf dem Kanal Inhalte zu sehen sein werden und hochgeladen werden, die dann, die dann hoffentlich für ein bisschen Kurzweil und Unterhaltung sorgen und die dann auch regelmäßig sonntags kommen werden. So, das heißt also, es wird nicht mehr jeder zweite Sonntag sein, aber es wird Sonntag sein und jeder, der dann sozusagen ein Abo drin hat und die Glocke dran und der wird das auch merken und denken dann so, oh, schön, hier geht's ja wieder los. Ne? Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein Konzept. Ich persönlich habe die Vermutung, dass das klappen kann, dass das gut klappen wird und dass, ich denke mal, der entspannte Umgang mit der ganzen Sache sich dann auch auf die Qualität unserer Arbeit dann niederschlägt, weil es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, es soll aber vorrangig Vergnügen sein und das ist mein Ansatz halt nach wie vor weiterhin. Weil du sagst es. Und wer weiß, wofür es gut ist. Ja, wer weiß, wofür genau, es gut richtig. Ist, wenn wir das mal ein Jahr lang vielleicht mal mit einer angezogenen Handbremse, ist ja falsch. Ich würde es dann auch genauso machen und ich sehe uns immer noch vom inneren Auge diskutieren, weil mir das wichtig wäre, diese Struktur. Aber vielleicht zeigt mir das ja auch, pass mal auf, dass diese Struktur, dass ich da fälschlicherweise dran gehalten habe oder so. Wir werden das sehen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie es läuft. Erwartet nicht jeden zweiten Sonntag passend was. Versucht mal, also wir versuchen immer mal was rauszuhauen. Und bei mir ist es vielleicht, ich habe mir das schon vorgestellt, dass ich einfach dann mal Instagram mal morgens in den Stories schreibe, pass auf, welcher Gast möchte heute in den Podcast? Und ich zeichne spontan nachmittags mit dem auf oder so, wenn ich meinen ganzen Tag nichts zu tun habe oder das auch zeitlich einrichten kann. Vorausgesetzt natürlich, da meldet sich jemand. oder dass wir dann mal spontan auf einen Sonntagabend, wenn ich sehe, okay, ich bin jetzt durch soweit, dass wir vielleicht auch mal bei YouTube live gehen können. Klar. Da würden wir es natürlich kurzfristig ankündigen und sagen, pass mal auf, heute Abend klappt das, wir gehen mal live. Seht das quasi als Podcast-Ersatz. Würden wir dann natürlich aber auch hochgeladen lassen danach. Aber dass wir das so wie sonst eine Woche vorher schon ankündigen oder so, dass gerade bei diesen Live-Dingern, das wird schwierig, weil ich zumindest sehr wenig planbare Zeit habe die nächsten Monate. Ja, naja, aber das ist ja wie gesagt auch legitim und das soll auch so sein. Und ich werde in der Zeit versuchen, sozusagen unsere zeitlichen Kontingente so gut es geht aufzufangen. Und ich muss auch sagen, da freue ich mich auch durchaus drauf, einfach auch eben auch über die, ich sage jetzt mal, freiere Hand in diesem Ding. Vielleicht, und das kann ja auch sein, ist es dann auch so, dass ich dann irgendwo merke, oh, ja, Gerald, mit zu wenig Struktur, da versumpfst du aber auch recht schnell, recht arg und dass ich dann quasi auf Knien um deine Rückkehr bettle und sage so, wie sieht's denn jetzt aus? Können wir dann jetzt vielleicht mal wieder, weil ne, du siehst doch, ich krieg hier nichts hin, so von der Warte aus. Aber ich bin so gesehen erstmal guter Dinge, dass wir das alles immer noch sinnvoll weitergeführt und dann eben auch aufgeladen kriegen mit Inhalt. Ganz klar. Ich sag aber mal so, ich kenne mich ja auch, ne, wenn ich sehe, der macht da was, ich will auch. Der Scheiße, da ist wieder zu viel Kompetenz im Podcast, da muss ich mal wieder dazu gehen. Gefährliches Halbwissen ist gefragt. Dann komme ich natürlich schnell wieder. Ich will ja nicht, dass der Podcast hier mit
Fachwissen glänzt. Naja, du hast ja auch das Thema nicht, ich meine, klar, wenn ich dann irgendwie aufs Festival gehe und mit Blumenkränzen behängt wäre, während sie dich aus dem Weg stoßen, also die Journalie so von, geh mal beiseite, wir haben kein gutes Foto. Moment, ich habe das Ganze gegründet. Hallo? Genau, richtig. Ja, genau, hol uns mal was zu trinken und dann kannst du wiederkommen. So, ja, nee, also ich denke, ja, das habe ich ja auch, das haben wir ja auch beide schon auch quasi gerade in den letzten 3 Monaten auch. Ist ja auch einiges los gewesen, quasi bei uns so ein bisschen auch so hinter den Kulissen und wir haben ja auch viel diskutiert und ich bin ja nach wie vor der Meinung, du hast es gerade eben auch angesprochen, dass eben die Stärke dieser Sache und ja, jetzt beweihräuchern wir uns jetzt schon seit 15 Minuten selbst, dass die Stärke dieser Sache ja eigentlich schon immer daraus bestand, dass quasi wir uns da in vielen Sachen einfach ergänzen, ne, und eben auch unterschiedliche Ansätze pflegen, nicht nur in der Art, wie wir zum Beispiel diese Arbeit hier machen wollen, sondern eben auch in der Art, wie wir zum Beispiel die Szene angehen und begreifen und wie wir ja, Musik konsumieren und welche Prioritäten wir quasi innerhalb dieser Szenearbeit legen. Und das ist immer das, was wo der eine sozusagen die Defizite des anderen aufgegriffen hat und wo du mir immer oft eben tatsächlich eben diese ein bisschen so diese ja, vielleicht auch dieses leicht ermüdete, dieses abgeklärte eben genommen hast, einfach weil du immer mit so viel Elan und Enthusiasmus bei der Sache bist und ich dann auf der anderen Seite dann sagen konnte, jo, ist klar, dass dir das gefällt, weil das greift zum Beispiel auch so und so zurück und deswegen hast du das wahrscheinlich schon mal irgendwo nebenbei mitgenommen. Also das sind so Sachen, weißt du, die sich dann auch wirklich ganz gut ergänzt haben und ja, also das ist ja dieses eine Ding. Ich habe ja auch mal so ein bisschen quasi in den letzten 3 Monaten auch mal so ein bisschen retrospektiv auch mal so in unsere bisherige Diskografie reingeguckt, ne, und auch so mal reingehorcht und auch mal so ein bisschen auch so in die ganz alten Folgen mit Steff und dir und ne, dass ich glaube, dass Veränderungen wirklich nicht kategorisch etwas sind, was man irgendwie vom Tisch schieben muss, weil neu gleich scheiße, sondern ich glaube, das hat sich ganz gut eingepegelt, ne? Und das hat gut funktioniert. Und es war aber mit Sicherheit nicht verkehrt, dass ich das ein ums andere Mal dann auch vielleicht als Gast mit drin war, um einfach mal so zu testen, funktioniert das hier von der Stimmung her, von der Chemie her. Und da, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind, ich glaube, da ist das durchaus, also zumindest meine naive Einschätzung, eine Bereicherung für den einen oder anderen. Ich denke also, unser das Feedback, was wir bekommen, ist vorwiegend positiv. Und das gibt mir eben auch so durchaus das Gefühl, ja Mensch, du kannst da weitermachen. Du musst jetzt nicht durchprügeln. Also ich werde jetzt auch selbst mit deiner Abwesenheit nicht dazu übergehen, jetzt in irgendeiner Form Social Media zu bespielen oder ähnliches, widert mich immer noch an, der ganze Kasper. Ich weiß, dass du das gerne hättest und ich weiß auch, dass ich das prinzipiell könnte, aber das Wissen, dass ich das könnte, dass ich da vielleicht ab und zu mal so ein... Das reicht, ja, das meinst reicht du? Mir, das reicht mir ganz oft so. Ich habe das ist irgendwie so ein bisschen dieser spezielle Kniff in meinem Leben, dass ich manche Sachen ausprobiere, nur um zu wissen, ob es theoretisch möglich wäre und sobald ich das dann weiß, egal worum es geht, dann reicht mir das. Dann reicht das, okay, gut, hast du als möglichen Skill quasi irgendwo in der Schublade, kannst rauskramst, wenn es nötig ist. Ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, ne, so wie so ein Mindset-Prepper, wenn du so willst. Ich sammle das alles zusammen und horte das, aber solange kein Atomschlag kommt, ja, kann das auch gerne in der Schublade bleiben. Aber ich freue mich natürlich darauf, wenn ich dann irgendwann, wenn hier tatsächlich irgendwie Mad Max-Zeiten anbrechen, dass wir dann, dass ich das dann alles auspacken kann, die ganzen Social Skills und dann Leute bequatschen. Ich freue mich schon, wenn jetzt Putin dann uns mit diesen uranbestückten Bomben bewirft, naja, dann schreibst klar, du ne? Sachen, dann sagst du zu mir, gib mir mal den Hartschnack-Account bitte. Fang jetzt an mit Social Media. Naja, du weißt es ja nicht. Ich meine, es gibt doch in jedem postapokalyptischen Film gibt es immer irgendeinen, der dann irgendwie in irgendeiner letzten verwaisten Radiostation mit einer Reichweite von 50 Metern sitzt, weißt du? Und der die Welt rettet. Ja, klar, und der dann jedes Mal in so... Bevorzugt ein runtergerockter Matthew McConaughey. Ja, genau. Alright. Genau. Und der dann irgendwo da drinnen hockt, weißt du, und aus so einer 20 Jahre alten Metal Hammer vorliest, weißt du, so zur Bespaßung der Truppen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, so, wenn man sich die letzten 3 Monate anguckt, ich will jetzt hier definitiv nicht in politische Gefilde aufbrechen, aber ich habe dann irgendwo so, das ist ja auch irgendwie fast schon Black Metal typisch, in letzter Zeit mehr als einmal das Gefühl gehabt, okay, dann schmeißt das Ding doch ab, dann haben wir wenigstens mal wieder für 500 Jahre Ruhe, weißt du, und dann werden wir uns so ganz langsam wieder so an die Zivilisation ranwagen, bis dann die erste Generation von völlig verweichlichten Vokisten wieder rangezüchtet ist, die machen dann alles wieder zu schlimm und kaputt und dann können wir wieder von vorne an, weil
weil das ist ja quasi unser Kreislauf, den wir immer wieder durchlaufen, ne? So, weißt du doch, ne? Gute Menschen machen gute Zeiten und so weiter, gute Zeiten bringen ja, und so ja, weiter. Ja, kennst ja, das ja. Der ist in Amerika ist der sehr populär, ja, ja. Dieser Satz. Genau. Unter Trump-Anhängern. Wir wissen aber auch, dass du deine Mager-Cappy gerade abgesetzt hast. Wieso abgesetzt? Nein, aufgesetzt. Genau. Schließlich ist er ja dann auch der 47. Ne? Müsste ja auch so kommen. Ach, das wird alles noch. Ich bin ja gespannt. Nee, also wie gesagt, das ist hier kein politischer Podcast, aber ich sitze momentan so zu weit zurückgelehnt und gucke mir das so an. Wir hatten ja auch die eine oder andere Sache hier oben dann bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, die ein oder anderen Vorkommnisse hier an örtlichen Schulen, wo man dann gedacht hat, so, oh ja, das sind so die letzten Züge. Hatte ich alles schon mal. Damals war ich noch zu klein, um es mitzubekommen. Aber ja, das schafft sich alles selbst ab. Wir müssen gar nichts mehr machen. Wir müssen bloß uns zurücklehnen und gucken. Und das macht irgendwie, ja, irgendwie, das ist für so einen alten Nihilisten wie mich irgendwie schon, ja, ne, das ist ein entspanntes Kino, weil du weißt, okay, das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Das läuft jetzt. Ne? Das ist eine self-fulfilling prophecy. Je mehr man dagegen steuert, desto mehr befürwortet man es eigentlich oder befeuert es eigentlich. Ja, das ist schon schön. Deswegen, und das ist auch das Schöne daran, und da kann ich dich nämlich auch, da haben wir vorhin ja auch kurz drüber gesprochen, da kann ich dich auch hundertprozentig verstehen, wenn man irgendwann, ja, und ich habe das ja wegen meiner Arbeit schon oder im Zuge meiner Arbeit schon seit mehreren Jahren, wenn man irgendwann diesen Drang verspürt, sich einfach von dem ganzen Zirkus abzusetzen und einfach so sein eigenes Ding zu machen und sich, sagen wir mal, ja, auf die schönen Künste zu konzentrieren. Ich hab das ja auch während der letzten 3 Monate. Ich habe nicht nur viel Musik gehört, ich habe auch viel gelesen. Ich habe mir den ein oder anderen Film angeschaut. Irgendwas, was bis jetzt seit Ewigkeiten liegen geblieben ist und was ich immer schon mal mir reintun wollte. Den ein oder anderen Klassiker, wenn du so willst. Habe mich einfach immer dann, wenn mir das alles irgendwie in der Summe irgendwie anfing, auf den Sack zu gehen, noch weiter zurückgezogen und das noch mehr, das sind ja so Skills, die habe ich ja gerade während der letzten 4 Jahre immer für mich so immer mehr finden können. Also sozusagen so dieses selbstverordnete Eremitendasein, wo man dann sagt, man kapselt sich jetzt ab, man schnappt sich jetzt irgendwo ein Buch und seine Kopfhörer und da ist auch nichts Verkehrtes dran. Dieses Introvertierte muss auch gar nicht sein. Das ist ja selbst gewählt. Ich könnte ja auch draußen rumkaspern mit den anderen, aber will ich in dem Moment gar nicht. Und dann sorgst du dafür, dass dein Kopf wieder gerade gerückt wird. So, und das ist was Gutes. Und da bieten sich zum Beispiel, keine Ahnung, ne, Klassiker der antiken Philosophie bieten sich da an und wie gesagt, irgendwo ein paar klassische Musikstücke auch mal. Das hat durchaus was für sich und das ist wie so eine Festplattenbereinigung manchmal so. Medienfasten und dann parallel dazu einfach andere Medien, bessere Medien, qualitativ hochwertigere Medien irgendwo ranziehen und damit einfach wieder klarspülen. Das braucht's. Und je älter man wird und je mehr man irgendwo in dieses Gran Torino runter von meinem Rasen-Ding kommt, da, ja, beste Film. Ja, ja, richtig, da kommt das immer wieder und da kommt das immer näher und du merkst auch, ja, ich weiß, ne, früher hast du gedacht so, wenn du Falling Down geguckt hast, Mensch, du, was hat denn der für ein Problem? Und dann heute denkst du, ja, ich war auch schon genau mal kurz so davor, ne? Genau. Wenn du mal kurz nach 11:30 nochmal frühstücken möchtest, weißt du, und die das einfach nicht zulassen. Ja, nee, und das sind so Sachen, also du hast ja vorhin auch gerade das anklingen lassen und ich erkenne mich da auch hundertprozentig wieder. Ne? Also wenn man dann irgendwo in den Bereich, in den Beruf wechselt, wo man dann wirklich auch Phasen der Ruhe hat, wo man eigentlich vornehmlich für sich ist und eben nicht darauf angewiesen ist, in Kontakt mit anderen zu treten, dann wird das, je älter man wird und je mehr sich das Mindset so ein bisschen dahin bewegt, wird das immer wichtiger und immer angenehmer. Und das ist auch bei mir, bei meiner Arbeit immer wieder so, wenn mich Leute dann fragen, so, wie machst du das und ist das nicht schlimm? Und so, ich sage, nein, kein Stück. Kein Stück. Ihr müsst wissen, er ist Erotikdarsteller. Erotikdarsteller. Wie machst du das? Ja, wie machst du das? Wie hältst du das durch und so weiter? Und ich dann so, ja, das ist ein Mindset-Game, weißt du, und so, ne? Und ja. Und außerdem. Einfach mal ein Buch lesen. Einfach mal ein Buch lesen und ich habe natürlich auch immer ein Passbild von dir in so meiner Brieftasche direkt neben dem Viagras und das hilft, weißt du? A secret weapon for speed sozusagen, ja. Nee, und auf die Art und Weise kommt man dann auch sehr viel. Also man kommt besser mit den Leuten klar, je weiter man sich von ihnen wegbewegt und früher war es so ein Klischee, ne? Da warst du halt so ein sozial affiner Teenager, wo du gesagt hast, so, ich hätte gerne viele Freunde, aber weil das sich nicht ergibt, scheiß auf euch, weißt du, und heute ist genau umgedreht. aus der Not geboren und mittlerweile frei entschieden, ja. Also das finde ich auch irgendwie ganz angenehm, muss ich sagen, ne? Und dann suchst du dir wirklich die Leute, mit denen du dann Umgang pflegst, wirklich ganz gezielt aus, weil die meistens nämlich genau schon so eine Macke ausgebildet haben. Und das macht dann Freude. Das ist dann schön. Und es tut dann auch überhaupt nicht mehr weh. Also es ist nicht mehr so, dass du sagst, oh, da draußen zieht die Welt an mir vorbei.
nicht jeder feiert am Samstag. Ne? Wenn ich zur Arbeit, gerade wenn ich am Samstag oder am Freitag zur Arbeit radle, dann habe ich wirklich schon so diesen Clint Eastwood dann so in mir, weil ich dann so irgendwie die Leute nur so mit so einer hochgezogenen Lippe so angucke, wie sie dann auf der Straße rumlaufen und Schrotflinte im Anschlag. Genau, nee, das glücklicherweise noch nicht, geht ja auch nicht. Ne? Seit der letzten Hausverstürmung hat man mir alle Kriegswaffen abgenommen, aber theoretisch und prinzipiell, ja, na klar, ne, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber Vorstellung, es bleibt Vorstellung. Nicht, dass hier gleich der Verfassungsschmutz dann auch gleich zuhört und sagt, oh, hier, ne, da ist wieder einer, das ist ein Gefährder, da wird eine Ansprache fällig. Ja, nee, also Quatsch beiseite. Was mich ja noch interessieren würde in dem Zusammenhang, weil ich ja auch gerade aus dem Nähkästchen geplauscht habe, hast du denn die letzten 3 Monate dich überhaupt in der Form irgendwie betätigt oder war bis jetzt nur Job tatsächlich die Ja, Auskunft? Also es ist ja so, dass ich, dass für mich seit Anfang Dezember ja klar ist, dass ich meinen Job wechsle. Ja. Und natürlich hat das dann eine ganz hohe Priorität. Hab dann viel ausgelotet, überlegt, nachgedacht und hatte wirklich, dann habe ich natürlich die Familienzeit um die Feiertage genossen, ja. Bis in Silvester und habe dann zugesehen, dass ich dann im Januar alles an Start kriege. Das sind erhebliche bürokratische Hürden. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, hier bin ich und macht mal. Das ist schon aufwendig gewesen. Okay. Und in der Zwischenzeit, und das hat mich sehr gefreut, ich bekomme immer mal so Rohversatzstücke von Bands, die planen, ein Album rauszubringen und die dann fragen, sag mal, was hältst du denn davon und findest du das gut oder fehlt da was und so. Und da habe ich dann angefangen. Ja, Talent. Jetzt auch schon längere Zeit her wieder, also so 3-4 Wochen her, ja. Dass ich dann diese ganzen Alben mir mal angehört habe nach und nach. Also ich habe mir wirklich dann bewusst Zeit genommen, mich zurückgelehnt, wirklich einen Kopfhörer aufgesetzt, was ich wirklich monatelang so nicht mehr gemacht habe. Mhm. Und hab in die neue Musik reingehört. Ja. Und ich kann ja mal 2 Namen nennen. Also ich habe zum Beispiel, was ganz beeindruckend war, worauf ich mich jetzt sehr freue, ich habe dieses Rohwerk von Sumerian Tombs von dem neuen Album bekommen. Ja. Und das hat mich schon so weggefegt, das Album, ohne dass der Gesang überhaupt zu dem Zeitpunkt stand. Ja. Also ich habe das gehört und das habe ich mir dann wirklich in meine Playlist gepackt auf mein Handy. Das ist wirklich, klar, ist ja noch nicht fertig gemixt und gemastert und Gesang stand noch nicht, ne? Aber ich stand da und dachte, das, was Sumerian Tombs zum Beispiel im Erstlingswerk hatte, diese Dichte, diese Atmosphäre und diese Gewalt und diese Kraft, das haben die noch mal auf die Spitze getrieben. Und auf das Album freue ich mich ungemein. Oder ich habe auch in das Album von Verheerer hören dürfen. Verheerer ist ja so eine Heavy-Metal, Thrash-Metal, teilweise Black-Metal-Kombo. Also es ist schwierig zuzuordnen. Ja. Ich weiß, dass sie mit Monolith da vor 3 oder 4 Jahren ja einen absoluten Überraschungserfolg damals erzielt hatten. Starkes Album übrigens, ja, durfte ich mir auch anhören. Und ja, da kann man deutlich zumindest die Anleihen an dem Black Metal erkennen. Also da gibt's Parts, da denkst du, du hörst dir diese Stöhnpassagen, diese Orgie-Passagen da von Quintessence von Darkthrone an. Ja. Aber ist auch sehr wuchtig. Also ist auch ein ganz spannendes Album. Ich bin gespannt, wenn das komplett fertig ist, wie das einschlägt. Ich finde es nochmal eine Spur besser als das Monolith-Ding, was damals durch die Decke gegangen ist, ja. Und dann, wie gesagt, immer mal hier und da so ein Album reingehört, finde. Aber sonst, ich habe mich zurückgezogen von Live-Konzerten. Klar, das letzte war das The Mortem et Diabolum, mhm. Weil ich einfach auch mein Leben sortieren wollte. Ja. Mal komplett aufräumen wollte, bei Null anfangen zu sagen, okay, da und da und da stehe ich jetzt, das und das mache ich. Und wenn die berufliche Zukunft gesichert ist, wenn ich die Ausbildung durch habe, wenn ich finanziell wieder vernünftig auf gesunden Beinen stehe und dann auch einen sicheren Job habe, dann werde ich mich natürlich wieder mehr und intensiver der Musikszene widmen, zumindest im aktiven Teil. Aber ich musste einfach mal nach diesem Ding im Dezember, musste ich einfach mal mein Leben resetten und zu schauen, wo stehe ich jetzt, was ja, was kannst du, was willst du, was machst du? Und bisher scheint mir das gut zu gelingen. Noch bin ich motiviert, sage ich mal so. Und ja, und musiktechnisch, wie gesagt, viele neue Alben gehört, die jetzt noch in Produktion sind. Und da bin ich, das musste ich, habe ich mir vorgenommen, unbedingt zu erwähnen, das Sumerian Tombs Album musste ich erwähnen, weil das ist das
Stärkste, was ich seit Monaten gehört habe. Ja, bin ich auch schon mächtig gespannt drauf. Ne? Also das erste Ding war ja wirklich klasse und ja. Ich kann ja nachher mal den Kollegen fragen, ob ich dir den Link davon Ja, zuschicken gerne, kann. kannst du gerne Kannst du da machen. schon mal Würde mich auch reinhauen. interessieren, auf jeden Das, Fall. Und ja. sind ja auch bestätigt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, fürs Das Ghost Ghost, of the genau, Moon. fürs Ghost. Da Und bin ich nicht dabei, bist du leider. tatsächlich nicht dabei? Weißt du Nein, jetzt ich bin schon? auf einer Hochzeit von meinem besten Freund. Dass der überhaupt mal heiratet, grenzt an ein Das Weltwunder. soll er doch. Und wenn ich das dann auch noch ausfallen lasse. Dann nimmst du mit? Ne? Ich meine, der muss ja Ja, da. der heiratet aber in München Nee, unten. dann ist doch nicht schlimm, weißt du, dann muss deine Frau mal Verständnis haben. Ne? Ich meine, wenn die Ehe schon so anfängt. Bräutigamentführung. Früher hat man die Braut entführt, da kann man noch mal die Bräu. Aber der wird sich freuen, wenn er dann. Der hat mit der Musiker, der ist eher so auf dem Schlager Lotto King Karl-Trip. Ui. Wie kam denn diese Ja, Freundschaft das ist zustande? gemeinsame Ausbildung. Ah, gut, alles klar, da verstehe ich das, ja, das ist nachvollziehbar. Ja, wir haben einige heftige Schlachten geschlagen in unserer Jugend und man sagt ja immer, wenn man länger als 7 Jahre befreundet ist, dann bleibt es fürs Leben und so ist es auch. Ja, nee, es ist. Trotz seines vermaledeiten Musikgeschmackes, den ich ihm heute noch Nee, vorwerfe. vielleicht doch das. Vielleicht ist es ja auch genau das. Weißt du, dass ihr da in der Hinsicht überhaupt Ja. keine Anknüpfungspunkte habt. Und ich meine, das, was du ja vorhin beschrieben hast, von wegen sich da ab und zu mal neu sortieren oder mal so einen kleinen, so ein paar Monate, paar Wochen vielleicht Abstand zu gewinnen zu allem, das geht mir nicht anders. Also ne, nicht nur quasi einmal im Jahr so. Das heißt also, für mich ist und bleibt der Sommer eben nur bedingt Black Metal-Zeit. Ne? Das ist ja dafür, gibt es ja glücklicherweise andere Genres, die da meines Erachtens besser zu einem offenen Verdeck und runtergekurbelten Fenstern passen. Aber wenn man es ernst damit meint und wenn einem dann, wie gesagt, wenn das einen tieferen Eindruck auf dich als Person gemacht hat, diese ganze Musikkultur als nur mal so nebenbei, als Phase irgendwo mitgenommen zu werden, dann findest du da unweigerlich irgendwann wieder drauf zurück. Und dann ist es jedes Mal so wie nach Hause kommen. Das ist eben genau dieses Ding. Weißt du, weißt, okay, ne, du hast jetzt vielleicht mal was anderes gebraucht und vielleicht auch mal ein bisschen Abstand. Aber ohne geht es halt schlicht und ergreifend auch nicht, weil es zu einem elementaren Bestandteil deiner selbst geworden ist. Und gerade bei Leuten, bei denen es klar ist, dass sich das nicht mehr ändert, und ich glaube, da gehören wir auch dazu, da ist es auch tatsächlich ab und zu mal notwendig, ähnlich wie zum Beispiel bei guten Freunden oder aber vielleicht bei gewissen Familienmitgliedern, dass man die Distanz mal ab und zu sucht, auch in Kauf nimmt, um dann hinterher so ein bisschen mit dem Bewusstsein, was einem eigentlich gefehlt hat und was man eigentlich wirklich an dem anderen schätzt, wieder zurückzukommen. Und ja, dann hat man sich vielleicht so ein bisschen gesammelt und vielleicht ein paar Dinge überdacht. Und ich finde das, wie gesagt, ne, ohne jetzt hier irgendwie zu sehr ins Schwurbeln zu geraten, aber das ist eben eine Sache, die für mich eben auch regelmäßig wichtig ist. Musik spielt da keine Rolle. Und meine Rolle hier auch als im Podcast oder dass ich auf den Festivals arbeite und hier und da natürlich so ein gewisses Netzwerk aufbauen konnte, das spielt da überhaupt gar keine Rolle. Und das ist so, als wenn das eine ganz andere Welt wäre. Und Ja. wir versuchen so einmal alle 6, 8 Wochen mittlerweile so einen Pokerabend einzurichten. Und da kommen wir dann alle zusammen. Dann kommt er auch aus München gerne mal angereist. Und das sind ja auch mal eben so 600, 700 Kilometer. Und das ist fällt jeder aus seiner Rolle raus, die er mittlerweile irgendwie erfüllen muss und auch beruflich. Und im Gegensatz zu mir ist er erfolgreich geworden in dem Job, wo wir eine Ausbildung gemacht haben. Und das heißt, er muss auch viel ja, zwischenmenschliches Können an den Tag Social legen. Skills quasi. Aber das ist ja auch das, was ich meine. Ich meine, das bezieht sich ja auf jeden Lebensbereich. Ne? Das kann die Musik genauso wie das Privatleben tangieren. Das heißt also, das, was für den Bereich hier gilt, dass du ab und zu mal Abstand nimmst, Abstand brauchst, manchmal unbewusst einfach eingehst, kann genauso gut in deinem Privatleben, deiner Familie genauso laufen, ne? Dass du ab und zu mal gar nicht merkst, okay, wie du dich distanziert, wie du dich vielleicht auch auseinandergelebt hast. Aber das Wichtige ist, dass man hin und wieder dann zueinander und zurückfindet, weißt du, das ist ja das Ding. Ja, das klingt jetzt auch alles ein bisschen hippie-dippie, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will, ne? Dass Ja. Distanz eben hin und wieder eben auch eine Beziehung zu einer Sache oder zu einer Person eben zusätzlich noch festigen kann. Einfach weil also das Alltägliche wäscht das nicht so aus, weißt du? Also so dieses, was der andere vielleicht oder das andere als Besonderheit mit sich bringt. Du kennst das, wenn man jeden Tag von irgendwas umgeben ist, wenn man sein Lieblingsessen jeden Tag auf dem Tisch hätte, dann hättest du irgendwann nach spätestens einer Woche keinen Bock mehr drauf. So. Und ja, das ist Fakt. Also von daher, wie gesagt, ich persönlich, nachdem ich das dann auch wieder, also nachdem du dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplauscht hast und deutlich gemacht hast, wie es bei dir jetzt in den nächsten Monaten aussieht,
da habe ich nicht etwa gedacht so, oh Mann, so, sondern ich habe immer gedacht so, jo, gut, richtig so. Ich bin der Erste, der dir da applaudiert, der sagt so, pass auf, zieh das durch, ne, so gut du kannst. Und der dann in dem Moment aber auch überhaupt sich keine Gedanken macht, dass du nicht irgendwann den Weg zurückfinden wirst, weil ich nämlich dich auch für so einen Charakter halte, der unweigerlich auch gewisse Bände, die er eingegangen ist, Bindung, die er eingegangen ist, nicht einfach so kappt, sondern die auch einfach Teil seiner Persönlichkeit geworden sind. So. Und da kann auch egal, was da irgendwo Leute vielleicht von außen sagen, so, bist du ja überhaupt nicht true mit V und so, weißt du. Das ist dann in dem Moment, wird das vollkommen zweitrangig. Spätestens dann, wenn man irgendwo für sich selbst festgestellt hat, was die mir erzählen, das ist ja ihre Meinung, gerne, ne? Aber darüber hinaus bin ja immer noch ich und ich kenne mich auch ganz gut und weiß, was ich mag und was ich nicht mag und wofür mein Herz schlägt und ja, ne, wer bin ich denn oder wer sind die denn, dass sie mir sagen dürfen, wer was ich mag und was ich nicht mag? Oder, ne, und das, Genau so ist ja, es. und das ist Es ist ja so, dass je älter man wird, desto simpler oder einfacher fällt es einem, dass einen die Meinung anderer, vor allen Dingen, wenn die einen eigentlich nichts bedeuten, völlig scheißegal sind. das ist ja das Ding, weißt du? Also es, ja, also ich finde das immer gut, wenn man dann, es wird ja immer so leicht auch gesagt, das merkst du ja selber. Ne? Viele sagen ja dann irgendwie so, hä, der macht dir doch nichts draus und so weiter. Aber tatsächlich, du kannst das einem 16-Jährigen 20 Mal sagen, du kannst das einer 10-Jährigen 20 Mal sagen, pass mal Ja. auf, macht die da nichts draus, die macht sich da natürlich was draus. Diese Abgeklärtheit kommt erst mit der Erfahrung, mit dem Alter. Und erst dann, wenn du merkst, dass in vielerlei Hinsicht auch Leute, ich sag mal, also die Art, wie du dich manchmal um andere scherst und dir Gedanken machst, was die dann wo gerade denken und wo die gerade sind, irgendwo vom Kopf her, und du dann feststellst, das trifft teilweise nicht auf Erwiderung, beziehungsweise wird überhaupt nicht wahrgenommen, dann ist das ein automatischer Prozess, den du dann irgendwo eingehst, dass du dann dich selbst auch anfängst zurückzunehmen und zu sagen, okay, gut, ja, dann quid pro quo, ne, wenn ihr ja offensichtlich jetzt irgendwie auch mein Engagement irgendwie mehr unter ferner Liefen verbucht. Dann fühle ich mich auch zusehends besser damit, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wenn du so möchtest. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Also, man kommt dann automatisch mit so einer gewissen Abgeklärtheit auch in diesen Bereich rein, das und dieses Gedankenbild rein. Und dann, ja, dann lebt sich's wirklich sehr viel entspannter. Und ehrlich gesagt, ich habe nämlich letztens eben auch, ja, mit meiner besseren Hälfte, haben wir so eine Woche gemeinsam hier Urlaub verbracht. Und ich muss sagen, wir haben dann abends immer schon zusammengesessen und hatten dann hier Serie laufen und hatten nebenbei so ein 1000-Teile-Puzzle auf dem Tisch. So richtiger Rentnerscheiß. Und du glaubst nicht, wie spaßig das Geil. war. Das war das absolut Ja, ist Beste. so. Man hatte nebenbei so einen kleinen Teller mit so ein bisschen Knabberei und so, weißt du. Und dann hast du dir nebenbei, hast du dann irgendwo nach Puzzleteilen gesucht. Manchmal nach einem Stück irgendwo über eine Stunde lang. War dir aber vollkommen scheißegal, weil du warst irgendwo, ne, es war alles angenehm und zu zweit und es war ruhig und entspannt und keiner ist dir auf den Sack gegangen. Und das, also ich persönlich habe in dem Moment gemerkt, ich kann es gar nicht erwarten, Rentner zu werden. Weißt du? Also nicht nur von der Biestigkeit, Dauert ja nicht mehr lange, dauert Gott nicht mehr sei lange, Dank. ganz genau, ne? Nicht nur von der Biestigkeit her, sondern eben auch so von dem Scheiß, den Rentner machen, weißt du? Und dann auch völlig unhinterfragt, so von wegen so, das Leben wartet draußen, geh doch mal vor die Tür. Nee, komm gar nicht in die Tüte. Ich habe hier mein 5000-Teile-Puzzle, wolkenloser Himmel. Das ziehe ich jetzt durch in den nächsten 3 Monaten. Und ja, das bringt dann irgendwo so eine ganz eigene Art von Freude. Wie gesagt, ihr werden auch sicherlich der ein oder andere wird hier zuhören, der sich dachte so, erstens, was reden die alten Männer da? Und zweitens, das wird mir nie Vor passieren. allen Dingen soll das nicht um Musik gehen und jetzt erzählen die über Ja, Puzzle. richtig, ne? Aber das Ding ist ja, weißt du, ich bin ja trotzdem, ich war ja auch auf Konzerten jetzt gewesen, auch in den letzten 3 Monaten und ich habe mir viel neue Da Musik, kommen wir dann gleich zu. genau, und wir haben ja auch viel neue Musik reingezogen und wie gesagt, ich habe viel gelesen und habe immer ein Ohr an Masse gehabt, also immer geguckt, so was ist da draußen neu, was ist fresh, oder? Was geht ab? Aber alles eben zu meinen eigenen Konditionen. Also das ist ja das Ding. Ich habe dann auch das ein oder andere Musikmagazin nochmal aufgeschlagen. Und auch mit dem Hintergrundwissen, was ich mittlerweile natürlich auch habe, gerade was so ein bisschen die Mainstream-Journalie angeht, zu dem, was man beobachtet hat über die letzten 20, 25 Jahre, kombiniert mit dem, was so an Erfahrungsberichten an einen herangetragen wurde, da merkst du auch so diese ganze verlogene, auf Krampf gebügelte Scheiße, die du hier liest, weißt du? Gerade so, wenn du die Mainstream-Journalie aufschlägst und denkst so,
so hier, ne, der neue heiße Scheiß, hier nochmal eine Bonus-CD, alles irgendwie mit, und dann hast du irgendwie, du merkst, das ist alles gekauft und fake und kacke und alles auf Press und auf Druck gemacht, weißt du, so von wegen so, ja, die hier haben ein neues Album draußen, das Label steht bereits im Hintergrund parat, die haben uns, da haben bei uns 4 Anzeigen geschaltet, jetzt bring mal das Personal Review auf den Tisch. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja in meinem Leben auch schon 1, 2 Auftragsarbeiten, punkto Reviews oder Interviews gemacht. Das ist eklig. Also wenn du so ein bisschen, ich sag mal, journalistische oder ja, persönliche Integrität hast, das ist sowas von unangenehm, so ein Scheiß einfach sich aus den Rippen zu leiern und zu sagen so, okay, das ist eigentlich die übelste Durchschnittspisse, aber ja, ich habe jetzt den Auftrag, da muss ich jetzt mich dran setzen. So funktioniert das Business halt. Boah, das ist da bin ich auch wirklich froh gewesen, dass es dann irgendwo nie so abgehoben ist. Aber ich gebe auch zu, dass vor 20 Jahren, als ich dann zum Beispiel damals noch irgendwie, keine Ahnung, das Legacy oder so geschaut habe, da dachte ich mir so, das ist doch geiler Scheiß. Das ist doch ein geiler Scheiß, weil hier, die kriegen quasi alles brühfrisch auf den Tisch, weißt du, die können sich die ganzen neuen Musik anhören. Dafür hatte ich damals keine Asche. Das war ja noch zu Zeiten, als du die CDs noch kaufen musstest und es nicht alles online gab. Wollte ich gerade sagen, das ist ja heute, ist es ja an, aber früher war das wahrscheinlich ja. So ein Punkt, geil, neue Musik und die müssen nichts dafür bezahlen. Genau. Und wenn ich dann irgendwo, und für mich war ja auch erstmal alles geil, ne? Also diese Phase, dass du dann gemerkt hast, okay, jetzt 9/10 hiervon sind einfach Durchschnittsmüll und schlimmer, die hattest du ja noch gar nicht. Du warst ja mit derartigem Enthusiasmus bei der Sache, dass du gar nicht festgestellt hast, wie viele Bands da draußen einfach Durchschnitt raushauen, ne? Aber komplett überzeugt von sich. Und wie viele Label, gerade die größeren Label, speziell die, natürlich einen gewissen Output haben müssen, einfach um diesen Cashflow weiterhin zu generieren. Das geht ja gar nicht anders. Wenn du wirklich. Ja, aber die haben aber auch Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Die haben natürlich aber auch Druck, ne? Exakt. Ja, nee. Ich glaube, es ist natürlich ein schmaler Grat, ohne dass ich jetzt den Metalhammer verteidigen will oder na klar. So. Das ist natürlich ein schmaler Grat zwischen sozialer Verantwortung, Leidenschaft. Zum Beispiel nehme ich den Leuten von Nuclear Blast oft ab, dass sie das aus voller Ideologie machen, aber die sind natürlich auch aufgrund der Größe sind die angewiesen, auch Marktmechanismen nachzugeben. Ja, ja. So sehe ich das auch bei größeren Konzerten. Ich erinnere mich nach Corona erinnere ich mich noch an eine Situation, dass in Extremo die komplette Tour abgesagt hat, weil sie nicht genügend Tickets verkauft haben. Mhm. Jetzt ist aber die Sache, jetzt weißt du, was mittlerweile in Extremo für eine fette Produktion ist. Ja, ja. Warum speckst du die nicht ab? Warum gehst du dann nicht in Hallen mit 500 Leuten weniger oder exakt. So? Aber nein, die haben ja dann diesen Anspruch, diese Marktmechanismen, die sie erfüllen müssen. Ja. Weil sie halt so groß geworden sind. Und da kommen wir nämlich in einen sehr philosophisch sehr interessanten Bereich, wie ich finde, weil für mich ist das so, dass ich dann immer denke, so okay, wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, dass du mit deiner Kunst von zu vielen Faktoren abhängig wirst und nicht mehr in erster Linie von dir und deiner eigenen Kreativität, weißt du, dann wird es problematisch, gerade dann, wenn zum Beispiel irgendwo sich, sagen wir mal, jetzt global oder gesellschaftlich. Aber ist es denn so verwerflich, mit seiner Musik, mit seiner Leidenschaft Geld verdienen zu wollen? Nee, das ist ja das, was ich meine. Darum geht es ja im Endeffekt. Es geht hier um eine Ausgewogenheit bei der Dinge. Da bin ich so wie Thanos, ausgewogen, so wie alle guten Dinge im Leben, weißt du. Da, wenn du tatsächlich wenn du auf der einen Seite eben weißt, okay, ich kann, ich habe hier meine Crew, ich habe hier meine Leute, ich habe jetzt noch meinen Tonmann mit dabei, wir verdienen gutes Geld, wir spielen unsere Gigs, für uns steht tatsächlich quasi die Musik und der Spaß und der Freude und unser Enthusiasmus an erster Stelle, den wollen wir auch aufs Publikum übertragen, wir buchen Venues bis, keine Ahnung, 1000 Leute und ne, dann passt das. Dann ist das gut, wenn du tatsächlich, na, ich meine, das sind ja viele Dinge, da rutschen ja viele größere Bands mehr oder weniger reingerutscht. Wenn du dir 96 Rammstein anguckst, das war auch noch eine andere Nummer. So, und da sind die halt Stück für Stück reingerutscht in den Bereich und da kannst du ihnen natürlich nicht den Vorwurf machen, hey, warum seid ihr größer geworden? Natürlich, die Nachfrage ist ja auch größer geworden und irgendwann gibst du dem nach. Moment, gerade beim Thema Rammstein will ich mal gerade sagen, dass die Band da aber ihren eigenen Anteil dazu hat. Die haben natürlich die letzten 2 Alben nur Kasper-Musik rausgehauen, die komplett Schlager in die Schlagerszene reingreift, damit die ihre Stadien ausverkaufen. Das war der einzige Grund. Hör dir doch die letzten Alben an. Da ist so viel Kasper-Musik, die du sonst bei Roland Kaiser hörst,
nur damit sie ihre Stadien ausverkaufen. Nee, das ist ja genau der Punkt. So. Weißt du, das ist ja das, worauf ich hinaus will. Und das ist ja das, was ich auch kritisiere, ist, wenn die Musik plötzlich leidet, weil man solchen Mechanismen untergeordnet ist. Aber andersrum verstehe ich auch, wenn man so leidenschaftlich und so überzeugt von seinem Ding ist, was man da macht, dass man da auch sagen will, ich möchte mich da voll und ganz konzentrieren und möchte da nicht noch 10 Stunden lang auf dem Fließband stehen. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo ich dann immer denke, tatsächlich, wie weit ist es mit der Leidenschaft her, wenn du, sagen wir mal, einen gewissen wirtschaftlichen Druck, wenn du den schon verspürst. Das ist nämlich diese Element. Ich persönlich kann sie nicht beantworten. Das wäre mal ein total interessantes Thema für ein Interview, vielleicht mal mit einer größeren Truppe, die dann vielleicht sogar schon mal an dieser Grenze stand. Eskimo Callboy. Ja, zum Beispiel. Genau. Die schon mal an dieser Grenze stand, hin zu höheren Weinen, in Anführungsstrichen. Und die dann entscheiden musste, okay, was stellen wir jetzt hinten an? Stellen wir jetzt zum Beispiel den Songwriting und den Schaffensprozess? Stellen wir den an die zweite Stelle und konzentrieren uns auf die Show und konzentrieren uns dieses große Element, dieses große Event und so weiter. Worauf wollen wir uns jetzt eigentlich beziehen? Weil meine Theorie zu dem Ganzen, und die würde ich gerne mal von entsprechender Person bestätigt oder entkräftet sehen, wäre nämlich, dass wenn du einen gewissen Bereich überschreitest, automatisch das Kreative und das, also dieser künstlerische, wie heißt denn dieses Wort hier? Na, komm schon. Herrgott, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung, gibt es ja auch nicht. Du weißt schon, dieses Element, dass es echt vom Herzen kommt, dass es ein emotional tief empfundenes Ding ist, das fällt dann automatisch von dir ab, wo du dann halt einfach gewisse andere Dinge in Betracht ziehen musst, die es zu erfüllen gibt, gewisse Häkchen in gewisse Kästchen setzen musst, einfach weil das jetzt der Status verlangt, in dem du dich befindest. Und wenn es soweit ist, dann ist die Integrität, glaube ich, und die Kreativität sind die ersten Dinge, die du dann opferst. Und das kann ich nachvollziehen, weil wie gesagt, speziell, du hast es gerade selber gesagt, speziell, wenn du Mäuler zu stopfen hast, nicht nur dein eigenes, sondern eben auch die deiner Crew und so weiter. Und oft genug ist es ein Bereich, in den man mehr oder weniger Stück für Stück reinwächst. Man holt sich neue Leute ran. Aber das Ding ist ja auch, es gibt ja immer wieder so, das hast du ja auch manchmal so, wenn Bands dann irgendwann an den Punkt kommen und dann so eine Projekte machen, von denen ganz klar ist, ne? Ich meine, Metallica ist ein gutes Beispiel für, ne? Ich meine, St. Anger und Lulu, das waren Dinger, das war klar, dass das kommerziell, das ist eine Band gewesen in einer Sinnkrise, die mehr oder weniger um sich schlägt, um sich frei zu machen. Als wenn sie tatsächlich den Fans sagen wollen, komm, lasst uns mal bitte in Ruhe, wir würden es gerne mal wieder ein bisschen kleiner und vielleicht sogar ein bisschen künstlerisch integerer versuchen. Nö, ist nicht, ne? Wir sitzen euch auf den Hacken, solange bis ihr das nächste Metal-Album rausbringt. Ja gut, hier ist Death Magnetic, viel Spaß damit. So, und das sind so Sachen, wo ich dann denke, so, das ist für mich wahnsinnig interessant, solche Mechanismen so ein bisschen zu ergründen. Die treffen natürlich auf dem Underground-Black-Metal-Bereich nur bedingt zu. Und immer wenn eine Band sich da rausbewegt hat, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, okay, ab einem bestimmten Punkt hat dann die eigene Integrität dann auch gelitten. Ne? Dann hat man sich sozusagen, ja, das, was heutzutage als Sellout oder aus Ausverkauf betitelt wird. Findest du Satyricon unauthentisch? Das Ding ist... Also ich nicht. Ja, ich glaube, das ist genauso eine Nummer wie bei Darkthrone. Ich glaube, die geben einen Fick auf alles und machen ihren Scheiß. Und entweder findest du es geil oder lässt es. Nee, das ist, was Satyricon angeht, erstmal ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, ja, die der liebe Sigurd ja irgendwo auch mit seinen privaten Unternehmungen neben der Musik her etabliert hat, die ist natürlich ein nicht unwesentlicher Faktor, um dir sozusagen deinen eigenen künstlerischen Atem sozusagen reinzuhalten, weil du ja in dem Moment nicht darauf angewiesen bist, dass das, was du dir jetzt gerade in deinem Köpfchen ausspinnst, auch funktioniert. Das finde ich auch gut so. Das ist auch richtig so. Und es ist, sagen wir es mal so, der Umstand, dass es da niemals einen Zwang gab, Satyricon zum Beispiel weiter laufen lassen zu müssen, damit hier irgendwer irgendwo sein Brot auf den Tisch kriegt und sein Essen. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das macht sie nach wie vor integer. Weißt du, weil sobald du halt tatsächlich diesen Kompromiss eingehen musst, den ich jedem nachvollziehen kann, weißt du, wo ich sage, ja, na klar ist das so, sicher macht man dann Abstriche und so weiter, wenn das nicht notwendig ist, weil du sagst, weißt du, ich habe ja eigentlich mein Schäfchen im Trocknen und weil das so ist, mache ich in erster Linie das, was mir gerade vorschwebt. Ich meine, hör dir doch mal so ein Ding wie Satyricon und Munk an, weißt du? Das hat ja so gesehen, du erkennst noch nach wie vor Satyricon quasi in der Basis als Fundament, aber du weißt ganz genau, das ist kein Satyricon-Album. So. Und du weißt ganz genau, dass da viele Leute draußen stehen und sagen so, hä? Was ist das denn? So, ne? Und die sagen sich, ja, wir hatten Bock drauf. Das ist erledigt. So. Ob das nun läuft oder nicht läuft, ist für uns eigentlich hinfällig.
Wir haben es gemacht, weil es Freude gemacht hat und so weiter. Dann ist eben tatsächlich, da sage ich ja, die Integrität ist vorhanden, einfach weil Dinge getan werden, auch ohne auf diesen Erfolg zu schielen. Weil klar ist, okay, das kann genauso gut auch gegen die Wand gehen, aber wir machen es trotzdem. Deswegen kann ich das ist ja, wie bei Darkthrone genau dasselbe. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Was Peaceful dann im Hintergrund mit lauter Boxsets und dem ganzen Schnurkes macht und was man dann irgendwo als Band dann noch mit abzeichnet, ja gut, da könnte man sich jetzt drüber unterhalten. Aber ich habe zum Beispiel auch jetzt, Vatein ist zum Beispiel auch so eine Band, wo ich gesagt habe, die habe ich eigentlich, hatte ich eigentlich mehr oder weniger im Hinterkopf schon als Kasper-Gruppe abgeschrieben. Jetzt hatte ich irgendwo so ein paar nette Interviews nochmal gelesen, ein bisschen ältere Interviews auch so mit dem Herrn Nielsen. Und dann habe ich auch gedacht, so, ja, der hat eigentlich das richtige Mindset, ne? Und wird wahrscheinlich jetzt auch, also, ja, also er schreibt Alben nicht, damit die jetzt sozusagen die Charts knacken, sondern er macht jetzt in erster Linie schon das, was er will. Befindet sich aber wahrscheinlich irgendwo so auch auf dieser Schwelle. So, okay, kompromittiere ich mich jetzt, um den Erfolg zu halten, vielleicht so aufzubauen, oder bleibe ich bei dem, was ich schon immer gut gemacht habe? Boah, Ja. ist das nicht sauschwer, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast einen gewissen Erfolg, Ja. ja, ob du den gewollt hast oder nicht, aber ist das sauschwer, dann darauf zu achten, Achtung, ich muss jetzt Musik machen, die nicht so klingen darf, als würde ich den Erfolg erzwingen Nee, wollen? wenn du diesen Gedankengang hast, das ist es ja, dann bist du eigentlich schon drin in dem Ding. Ne? Dann schreibst du ja nicht mehr Musik, die dir zufließt, sagen wir mal, die dir der Kosmos so mitgibt, sondern dann schreibst du ja Musik, über die du dir schon zu viele Gedanken gemacht hast. Nicht das, worauf du Bock hast, sondern das, was eben jetzt angesagt ist. Das ist ein bisschen so wie mit wie in einer Beziehung. Du, wir müssten mal miteinander reden. Heißt, das Ding ist vorbei. Weißt du, das heißt also, da hat sich schon. Nee, das, Das hat Annika in letzter Zeit ganz oft zu mir gesagt. Ja, frag dich mal warum. Genau. Komisch, ob das wohl mit meiner Jobperspektive einhergeht? Ich werde es gleich mal Du, fragen. ich sag's dir, wenn Frauen das mögen sollen, was du tust, dann muss es Geld bringen. Das ist die eine große Regel. Das ist schon seit, wenn du nicht mehr der Höhlenmensch bist, der quasi das Ja, Gnu vor die Tür legt. 14 Stunden darfst du nicht zu Hause Ja. sein, aber das Konto muss gefüllt Du. sein. Dann bist du der Der perfekte perfekte Ehemann. Die Ehepartner. besten Ehen sind die, in denen einer keine Zeit hat. Das ist einfach so. Das ist erwiesen. Ist erwiesen. So. Und ja, deswegen ich kann das alles nachvollziehen, ne? Auch definitiv. Aber ich meine, du hast den Vorteil, dass ja quasi ein Ende in Sicht ist. Ich hatte auch schon Beziehungen, da war dann eben kein Ende in Sicht. Und da bin ich dann auch so. Nein, so meine ich das nicht. Aber da war sozusagen meine prekäre wirtschaftliche Situation, der war jetzt kein, sagen wir mal, erwartbarer Endpunkt gesetzt. Und wenn die Scheiße dann gegen die Wand geht, das kann ich rückblickend betrachtet sogar nachvollziehen. Ne? Natürlich gibt es dann noch so die persönliche Ebene und dann denkt man sich so, ja, man hat sich doch so gut verstanden und jetzt soll es daran scheitern. Weißt du, am Ende des Tages sind es halt ganz simple Mechanismen, die schon vor 10.000 Jahren ja in der Tropfsteinhöhle gegolten haben. Die auch heute noch gelten. Weißt du, bringst du keinen Gnu mit nach Hause, dann bist du irgendwann abgemeldet. Dann guckst du dich noch zwei, dreimal an und sagst so, Mensch, du, dann hast du morgen mehr Glück, weißt du, aber wenn es dann langsam an den Hunger geht, so, weißt du, und wenn das Gnufell auch fehlt, um sich damit zu behängen, weil es im Winter schön warm sein muss. Liebe Ja. Obern Studienrätin der querfeministischen Gender Studies, wie ihr jetzt wild zum Telefon greift und euch bei der Redaktion beschweren wollt, schickt die Nachricht bitte direkt an Wolfgrim Records, der liest sie mit Freude. Ja, nee, das Ding ist ja, ich habe ja gerade auch, also zum Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung und wir können alles gleich viel. Ich glaube tatsächlich, also ich bin auch noch, da bin ich vielleicht ein bisschen altbacken, gebe ich ganz gerne zu, aber ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, da sind Männer und Frauen einfach unterschiedlich. Ich weiß, das ist mittlerweile eine sehr, sehr progressive Einstellung, weißt du? Wo man dann wirklich feststellen muss, ach so, ja, so Dinge, die jahrhundertelang als wahr galten, die gelten. Ja, das ist so, ne? Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass so gewisse, meiner Meinung nach, so gewisse Grundmechanismen eingeprägt in unseren genetischen Code über Jahrtausende hinweg, dass die nicht irgendwo mit der Erziehung von einem Haufen Alt-68er irgendwo vom Tisch rutschen. Nenn mich altmodisch, aber ich mag meine Frau mit zwei X-Chromosomen. So, ganz genau, richtig, ne? Und du willst auch keine Überraschung haben am Ende des Date-Abends, weißt du, und denkst so, oh, hoppala, da ist er ja. Ist ja alles nichts für einen, ne? Und da bin ich auch eigen, was das angeht. Und das Schöne ist ja daran, also wir bewegen uns ja glücklicherweise in einem Bereich, wo du ja, wenn du, sagen wir mal, so ein Thema generell auf den Tisch bringst,
über, ich sag mal jetzt ein ironisches Maß hinaus, sowieso nur verwirrte Blicke erntest, da sind wir so ein bisschen wie so dieser Hutu-Stamm irgendwo in Zentralafrika. Weißt du, wenn du den fragst, weißt du, der Unterschied zwischen Mann und Frau, und die sagen dir, ja, pass auf, schmecken alle gleich, dann denkst du auch so in dem Moment, ja, ne, die haben ihren Scheiß noch beisammen, weißt du, die überlegen so einen Blödsinn nicht, wie unser, das, was wir hier momentan irgendwo so teilweise gesamtgesellschaftlich diskutieren. Und dann rutschst du automatisch wieder so auf die Denke zurück, die du, ja, die wir eigentlich alle sowieso in uns tragen, ne? Und die uns aber so ein bisschen weit abtrainiert werden soll. Und ja, da, ich muss sagen, da, deswegen ist ja auch die Musikform, in der wir uns bewegen, eben auch so angenehm für mich, weißt du? Sie ist so unentschuldigt kontrovers an vielen Stellen, weißt du? Man weiß ganz genau, was man ist, ne? Man macht es trotzdem. Und du hast lediglich die Entscheidung zu treffen, hänge ich mich damit dran? An diesen schwarzen Zug oder eben nicht. Und das ist es dann auch. Das ist das Ende vom Lied. Ne? Das hatten wir auch schon 10.000 Mal, die Thematik. Sollte man da jetzt nicht dran rumdoktern an der Grundchemie? Muss man da Dinge jetzt wegcanceln und so weiter? Ich habe jetzt auch schon wieder labeltechnisch Arrangements verloren, weil ich quasi in eine Ecke gestellt werde, in der ich eigentlich ja, mich selbst nicht sehe, aber die mir halt angedichtet wird. Du, das sind so Sachen, wo ich sage, so, ja, ne, das ist dann auch okay, damit kann ich sehr gut leben, weil ja, ich im Kern weiß, dass auch speziell Black Metal immer kontrovers war, immer kontrovers sein wird, jedenfalls der Gute, sich aber über diese Kontro. Also, sehe, habe ich das richtig verstanden? Du produzierst nicht die neue Stahlgewitter. Ganz genau. Weil du in eine bestimmte Richtung. Ja, genau. Sie haben da bei mir das kommunistische Manifest auf dem Tisch liegen sehen bei einem Livestream, und dann dachte ich mir so, oh shit, nee, das geht so nicht. Ne? Und dann, ja, dann haben sie mich gleich rausgeschmissen. Das hilft alles nichts. Ne? Und mich dann gleich, ja, ne, gleich gemeldet bei den entsprechenden Meldestellen. Nein, aber das Ding ist, ohne Scheiß, also das Schöne ist ja daran, also diese Kontroversität, das ist ja bis auf ein, also Randerscheinung, ist das überhaupt nicht das der Fokus, weißt du? Das ist ja das, was die ganze Sache so angenehm macht. Weil viele tun ja immer so, als wenn Black Metal irgendwo nur um der Kompromisslosigkeit oder der Kontroversität wegen genauso auftritt. Ist gar nicht der Fall. Das sind einfach Leute, die einfach die Musik spielen, die sie in sich tragen und die sie brauchen zum Leben, zum Überleben. Und dass die quasi von der einen oder anderen Seite vielleicht ideologisch beispielsweise aufgeladen wird, das ist vollkommen sekundär, zweitrangig. Ist auch so. Ne? Du musst das rauslassen aus dir, weil genau diese spezielle Klangfarbe beispielsweise, genau diese spezielle Struktur etwas in dir, in deiner Persönlichkeit kitzelt. Das schafft nichts anderes. Und weil das so ist, tritt auch alles Weltliche, jede Art von ideologischer Auflage so automatisch in den Hintergrund. Natürlich gibt es da draußen noch welche, die dann sozusagen, sagen wir mal, die diese, ich sag mal, akustisch, die musikalische Basis nutzen wollen, um sie, keine Ahnung, in irgendeiner Form aufzuladen. Alles geschenkt, sollen sie machen, viel Spaß dabei. Aber ich glaube, die höheren Weihen, ich glaube, tiefer rein in die Materie kommst du nur dann, wenn du dich wirklich davon losmachst und das Essentielle versuchst, so ein bisschen zu ergründen. Und ja, da kommen wir so ein bisschen in den philosophischen Bereich rein, aber es gibt halt ganz, ganz wenige Musikstile, wo du sagst, so, die bieten überhaupt diese Möglichkeit des tieferen Hinabsteigens in das Eigentliche, in die eigentliche Essenz. Ne? Und deswegen lasse ich mir das auch von irgendwem, der keine Ahnung hat oder der von außen an die Sache herantritt, auch null madig machen und lass mir persönlich davon auch nichts irgendwie, und lass mir da in der Hinsicht nichts unterstellen, ganz einfach, weil ich irgendwo sage, weißt du was, ich weiß, ich habe meinen Scheiß beisammen. Ne? Es gibt die weltliche Person, die sicherlich ihre politische Meinung hat und ihre Überzeugung hat und ihre Welt auf die ganz besondere Art sieht. Und dann gibt es den Teil, der sich mit künstlerischen Inhalten beschäftigt. So, und die sind bei mir völlig wertungsfrei, weißt du? Das heißt also, ich habe auch Punk-Crust-Alben zu Hause stehen, weißt du, die in ihrer Wut und Unbändigkeit und ihrer Losgelöstheit mich genauso faszinieren können wie irgendwie ein Depressive Suicide Black Metal-Album. Unterschiedliche Bereiche in mir kitzeln und ansprechen. Deswegen hänge ich mich aber auch nicht weg oder gehe morgen Steine schmeißen. Weißt du, das ist eben das Ding, weißt du, da geht's tiefer, da geht's um die Essenz des Ganzen. Wie das Ganze dann zusätzlich noch, sagen wir mal, durch die Texte oder durch die Darstellung ideologisch irgendwo aufgeladen wird, das ist mir eigentlich im Grunde vollkommen Schanuppe, und das wird es auch immer bleiben. Und wenn diese Einschätzung meinerseits manchen nicht ausreicht, dann tut es mir halt einfach leid. Aber da kommen wir wieder zum Anfang der Sendung. Da kann ich da nichts für, weil ich bin über den Punkt hinaus, dass ich irgendwem gefallen muss. So. Und ja, das ist auch schon das Ende des Liedes. Und deswegen gehe ich auch weiter auf Konzerte und höre mir weiter neue Platten an. Und wenn ich dann merke, okay,
da ist vielleicht irgendwo jetzt, ja, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt, weil wir jetzt bei, um mal vielleicht auch zu Konzerten zu kommen, wir hatten ja jetzt auch den vorletzten Bunker quasi, der vorletzte Stahlbeton im Bunker, jetzt im Februar, ne, und da hatten wir ja unter anderem Dudensang zu Gast und eine Band noch namens Suremat und dann auch Skardus, die gerade ihr neues Aoyasis-Album auf Dingens verlegt haben, auf Einheit. Und da habe ich durchs Gespräch mit den jungen Männern da irgendwo mehr oder weniger durch Zufall mitbekommen, dass die auch für Gravehammer zuständig sind. Also die auch gerade ihr Debütalbum rausgebracht haben, jedenfalls zwei aus der Band. Und das ist dann auch wieder so richtig schön, dieses leicht angecrustete Black-Punk-Geballer, wenn du so willst, so mit, auch mit so ein paar räudigen Death-Metal-Einflüssen, wo ich dann sage, so, jo, ne, da ist wieder jemand, der unterschiedliche Komponenten seiner eigenen Persönlichkeit entfalten muss und das eben mit verschiedenen Projekten angeht. Und ja, da stehe ich nicht lange da und sage so, oh, ist das jetzt legitim und so weiter. Und ne, mit einem seid ihr quasi bei Einheit. Das ist ja mal so ein Pagan-Label und Pagan, das, die nutzen ja ab und zu mal Runen und bei Runen sind wir schon fast grenzwertig. Nee, auf der anderen Seite hauen sie dann ein Album raus, was ganz klar irgendwo in einen anderen Bereich reindrückt und sagst so, ja, ich verstehe das, worauf ihr hinaus wollt. Ich verstehe, dass hier unterschiedliche Aspekte am Werke sind und dass es eben so einfach nicht ist, irgendwie die Welt und auch Menschen in Schwarz und Weiß zu unterteilen, sondern dass es eben tatsächlich immer sich auf so einer auf so einem Mittelspektrum da irgendwo bewegt, ne? Und dass nur Leute, die irgendwo ganz, ganz kleine Geister haben, kategorisieren müssen und generell alles in Passform drücken müssen, um es überhaupt als solches ertragen und begreifen zu können. Ich persönlich sehe das irgendwie, ist für mich nicht mehr notwendig an. So. Jetzt bin ich aber schon wieder abgedriftet hier. Ja, und du hast mich überhaupt nicht gestoppt, weißt? Das ist wahrscheinlich der. Du, ich hab dir da in dem Fall auch sehr gerne zugehört. Aber wo du gerade beim Thema bist, nach dem De Mortem et Diabolum, wie hat denn so dein Winterprogramm so ausgesehen, wenn wir uns über die Musik unterhalten? Ja, also. Hast du da irgendwie welche besonderen Erlebnisse gehabt, irgendwas Besonderes veranstaltet? Halt uns da doch mal, oder irgendwas Erwähnenswertes, halt uns da doch mal auf den Laufenden. Naja, also wie gesagt, also ich war auch Anfang, ja, im Winter noch, jetzt Anfang Februar, war ich auch wieder in NRW gewesen, habe mal wieder dem Helvetia auch einen Besuch abgestartet, sehr gut, abgestattet und ja. Da gab es eben, also das ist ja immer wieder das Ding. Ist ja wirklich ein schöner Club, gehe ich auch immer wieder gerne rein. Also wenn ich auf der Ecke bin, gerade wenn was irgendwie ansteht, zu dem Zeitpunkt. Beim Helvete, darf ich dir mal kurz unterbrechen, beim Helvete ist das überraschend, wie klein der Laden eigentlich ist für das, was sie da ganz oft auffahren. Ja, das ist, also, naja, klar, weil, also er ist halt sehr verwinkelt, ne? Und da bist du auch immer wieder überrascht, okay, ja, also wenn du jetzt, sagen wir, vor der Bühne stehst und so weiter, das sind jetzt Abmaße, die haben wir im Bunker auch so. Also okay, da passt jetzt auch nicht so viel mehr rein, aber die Leute können sich halt quasi auf den Nebenbereichen irgendwo weiter ausbreiten und dann auch oben im Barbereich noch sitzen. Das kommt hier natürlich zusätzlich noch zum Tragen. Und ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was mich bei dem Club auch immer wieder anspricht, dass du dich auch aus dem Entschuldigung, aus dem Gewusel ab und zu mal rausnehmen kannst, um vielleicht auch mal irgendwo ein Schwätzchen zu machen, ohne sich dabei irgendwie ins Ohr zu bölken oder einfach mal ganz entspannt irgendwo auf dem Sofa zu sitzen, mal das Bierchen zu trinken und sich dann mit neuen Kräften wieder reinzuwagen in die Halle selbst, in die Halle in Anführungsstrichen, also in den Konzertsaal, wenn du so möchtest, selbst. Und das hat was für sich, ne? Und wie gesagt, also so Bands, also wir hatten da an dem Tag hatten wir ja, Power from Hell, wie gesagt, eine Band, die ich schon mal beim Odyssey to Blasphemy gesehen habe, die für mich live gut funktioniert, auf CD bis jetzt aber überhaupt noch nicht gezündet hat, also was heißt überhaupt noch nicht, aber die da immer so unter ferner Liefen mitläuft. Master Score, das war so eine Truppe, wo ich die hatte ich so peripher mitgenommen und dachte mir so, ja, hören wir mal rein, aber die ein richtig, richtig gutes Album vorgelegt haben, starkes Album und die auch an dem Abend wirklich mit viel Enthusiasmus bei der Sache waren. Wie heißen sie denn hier? Zwielicht. Ich glaube, das ist so ein neues Signing auf Wahn. Die haben da ihre Record Release Party gefeiert. Die waren auch richtig mit spassende Backen dabei, ultra motiviert gewesen, auch richtig gutes Zeug. Ja, also da war wirklich, naja, klar, dann hattest du noch Whiskey Ritual und ich glaube Vomit Division noch dabei. Die haben natürlich als Einpeitscher auch wunderbar funktioniert.
Das sind aber so die Momente, da bin ich ganz ehrlich, wo ich sage so, okay, da bin ich nicht Party-People genug, um mich da jetzt, sagen wir mal, wild abschädelnd irgendwie unter die Leute zu mischen, sondern da nehme ich mich gerne mal so ein Stückchen raus. Und das war in dem Zusammenhang auch wirklich wunderbar, weil ich habe da mehr oder weniger durch Zufall auch noch den Macher, den Vassili von Agent Spirit Terror getroffen, diesem Magazin, das ich auch schon seit Jahren irgendwo begleite und das mich immer wieder auch aufgrund seines offensichtlichen Enthusiasmus immer wieder begeistert hat. Ja, und mit dem bin ich dann irgendwie ins Gespräch gekommen und wir haben uns dann nicht nur gut verstanden, sondern gute anderthalb Stunden dann irgendwo auch noch da einfach so ein bisschen ausgetauscht. Das sind so die Dinge, wo ich immer wieder sage, jo, das passt. Ne, das sind so, rechnest du null mit und das wäre wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen, wenn er jetzt nicht irgendwo als Hartschnack-Hörer sich geoutet hätte. Ja, tatsächlich. Und ja, dann auch über die Schiene sind wir dann auch, wie gesagt, ins Gespräch gekommen und haben uns dann über Gott und die Welt dann ausgetauscht. Und das sind so die Momente, wo ich sage, yo, das ist exakt das, was bei dieser Arbeit auch gerne mit rausspringen darf, nämlich der Umstand, dass solche Kontakte zustande kommen, die vielleicht vorher irgendwie an vornehmer Zurückhaltung gescheitert werden oder ähnlichem. Weil ja irgendwo auch klar ist, dass, obwohl wir eben tatsächlich diesen Scheiß hier irgendwo machen, wir immer noch nicht irgendwie jetzt irgendwas anders oder besser gestellt sind. Null. Nada. Ne? Also, das ist das Ding. Wenn du auf dem Festival bist, dann bist du da jetzt nicht, weil du im VIP-Bereich irgendwo abgammeln willst, sondern in der Regel dann, weil du eben tatsächlich irgendwo aktiv mit dabei bist, mitmachen willst. Wenn ich auf dem Festival bin, bin ich kategorisch auch immer zu eher derjenige, der gerne irgendwas machen möchte, sei es jetzt irgendwie beim Merch oder so weiter, um beschäftigt zu sein. Uns da jetzt in der Sänfte über einen Platz tragen zu lassen, das ist überhaupt nicht unsere Intention. Und wenn dann darüber hinaus aber trotzdem irgendwo so Gespräche zustande kommen, gerade von Leuten, die man vielleicht sonst nicht irgendwo getroffen und kennengelernt hätte oder mit denen man nicht ins Gespräch gekommen wäre, dann ist das eine wunderbare Sache. Ne? Und ich muss in dem Zusammenhang, da musste ich auch schmunzeln, weil ich auch so die Zeit genutzt habe, die letzten 3 Monate. Ich suche mir immer so Underground-Szenen raus, die ich bis jetzt irgendwo nur so peripher gestreift habe, von denen ich zwar wusste, dass sie da sind, auch so gerade so im Klassikerbereich, die aber immer noch meine Erforschung quasi geharrt haben, also die immer noch außen vor waren. Und da musste ich feststellen, dass gerade in der aktuellen Ausgabe des Ancient Spirit Terror eben auch so ein kleines Griechenland-Special mit drin war, so mit ja, alles, was da so Rang und Namen hatte, ne, von, na klar, Roddy Christ, Varatron, Semial, Nekromantia und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Bereich, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja praktisch, weil ich nämlich da erst so angefangen habe, so mich so vor 6 Monaten ungefähr so Stück für Stück mehr reinzuarbeiten. Na klar, die großen Namen, die hast du schon irgendwo gekannt, aber den Underground vom Underground, der ist mir bis jetzt verborgen geblieben. Und auch einmal mehr so eine wunderbare Erfahrung war, festzustellen, dass wirklich sich beispielsweise der mediterrane Black Metal auch wirklich von dem skandinavischen in vielen Punkten auch wirklich signifikant unterscheidet in der Stimmung. Aber eben, ja, also es gehört offensichtlich alles dazu, ganz klar, aber es ist in der Ausprägung auch so wunderbar kulturell eingefärbt, dass es einfach, also mir persönlich eine Wahnsinnsfreude macht, da irgendwo so ein bisschen mehr einzutauchen und so diese jeweiligen Unterschiede rauszufinden, rauszuarbeiten, wo zu sagen, so, ah, Mensch, du, da muss tatsächlich vielleicht, also Black Metal ist tatsächlich auch in einem Land möglich, wo viel Sonne scheint und regelmäßig über 40 Grad sind. Das ist möglich, aber er klingt dann anders. Er ist dann von der Struktur her anders. Er hat nicht dieses Schneiden, er hat so mehr dieses Rhythmische. Du fühlst dich dann sofort wie, als wenn du in irgendeiner Phalanx stehst mit so ein paar anderen Sandalenträgern und denkst so, ach du, ja, was hat Alexander denn heute vor? Also das sind so Sachen, die finde ich einfach wahnsinnig interessant. Und da spielt mir dann manchmal auch der Zufall in die Hände, wenn du dann tatsächlich zum Beispiel so ein Magazin in die Hand bekommst und denkst so, oh, ist ja perfekt. Dann kannst du ja direkt deine aktuelle Hörsuche, wenn du so willst, mit dem entsprechenden Lesematerial unterfüttern. Und das war auf jeden Fall klasse. Also es war eine tolle Erfahrung gewesen. Darüber hinaus, meine Güte, darüber hinaus natürlich, klar, Stahlbeton habe ich nochmal mitgenommen. Musste ich ja leider jetzt im, erstmal muss ich noch anmerken, im November musste ich ja so ein bisschen, jetzt nicht krankheits-, aber so mehr so erschöpfungsbedingt irgendwo also das Stahlbeton im November leider absagen, ne, weil ich da wusste, ich habe in dem Monat noch eine Menge auf dem Teller und ich war so ein bisschen so an der Grenze zum, ja, boah, wenn ich jetzt noch eins mache, dann werde ich wahrscheinlich richtig krank werden oder weiß ich was. Also
priorisiere ich erstmal und lasse das außen vor. Besser ist das. Jetzt war ich wieder dabei, aber es war auch nicht ganz ungefährlich, weil ich natürlich nach meinem Besuch im Helvete auch 2 Wochen erstmal ausgecheckt habe. Also da ging, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ging ja ein bisschen was rum, ne? Auch in unserem Breitengraden, ne? Und dann war ich auch erstmal schachmatt gesetzt. Ne? Nicht doll, überhaupt nicht. Ne? Aber mit einem nervigen Husten, der dann nach hinten raus sich dann nur gute 2, 3 Wochen gehalten hat. Aber das war dann erledigt, das Thema. Also fast pünktlich zum, ja, zum Stahlbeton. Und auch hier wieder, weißt du, also es ist immer dasselbe. Es ist wie nach Hause kommen, weißt du. Das ist das Angenehme da. Ne? Du steigst da ein und so weiter. Und ich habe dann, ich wusste, dass Divien seinen Stand machen wird und dass ich da wieder ein bisschen schmökern kann. Ich wusste, dass der Konzertabend selbst hier von Irrsinn auch wirklich wieder, ne? Also das ist auch nicht so ein Ding, wo du die ganze Zeit mit dem Klingeln irgendwo rausgehst oder sowas. Also in den Ohren meine ich. Ich habe mich dann auch noch gleichzeitig so ein bisschen um das Drudensang-Merchandise mitgekümmert, habe das ein oder andere nette Gespräch auch geführt, auch mit Zuhörern unseres Podcastes. Das ist schon gut so, so wie es ist, weißt du? Ne? Also diese nicht so auf Krampf jetzt irgendwie Veranstaltungen besuchen zu müssen, nur um da hinterher drüber zu berichten, sondern eben mittendrin sein im Geschehen und all das, was positiv ist, da irgendwie so mit rausziehen aus der ganzen Sache. Aber das Ganze ohne eben Stiefel im Nacken. Das ist was Gutes. Ne? Und deswegen, da habe ich auch immer einmal mehr gedacht, so, es ist gut, dass wir beide jetzt nicht in der Verantwortung sind, im Nachgang dieser Veranstaltung oder jeder anderen Veranstaltung, die wir vielleicht besucht haben, etwas abliefern zu müssen, sondern wir sind jetzt hier mittendrin. Und wenn uns der Hafer piekt, und der piekt mich ja jetzt in dem Fall, dass ich mich darüber nochmal auslassen möchte, dann tue ich das. So, dann ist das aber nicht, weil ich jetzt irgendwo dem Veranstalter gesagt habe, na klar, wird auf jeden Fall besprochen. Ne? Weil, was machst du dann, wenn du dann in so einer Besprechung sitzt? Ne? Dann ist es dasselbe wie mit dem Konzertbericht. Ja, dann war die Band auf der Bühne, die waren aber sehr engagiert. Dann kam die nächste Band, die war weniger engagiert, wo ich denke, weißt du, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ne, ganz ehrlich jetzt, je mehr du dich nämlich in dem Bereich bewegst, und das wirst du vielleicht auch schon mitbekommen haben, desto mehr merkst du auch, also Dinge, die du vorher vielleicht einfach, wenn du zum Beispiel ein Magazin gelesen hast, überlesen hast, so gewisse Standardformulierungen, die schießen dir in dem Moment ein, wo du quasi einen Auftrag am Hacken hast. Wo du denkst so, ja, wie könnte ich das jetzt am besten in Worte packen? Welche Allgemeinplätze kann ich denn jetzt absondern für diese oder jene Performance? Ja, das ist bei mir aber noch leicht anders. Also das hat sich gewandelt, dass ich nicht immer, ich sag mal so, und das ist keine böse Absicht, mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit bei der Sache bin, sondern dass da Momente auf der Bühne passieren müssen, ob akustisch, optisch, egal, wo ich sage, die mich dann aus dieser Lethargie, in Anführungszeichen, aus dieser, dieses Unaufmerksame rausholen, in die Aufmerksamkeit reinholen. Ja. So, dass die ja sagen, oh, da höre ich gerade was, da sehe ich gerade was, da sieht spannend aus, da bin ich jetzt dabei. Und bei den anderen, ja, so zumindest ist das bei mir ganz oft, schalte ich auch irgendwann ab, weil man irgendwann Sachen schon 1000-mal gesehen hat. Ja. Was vielleicht unfair ist für viele Bands oder es natürlich auch schwierig ist, wenn unser Fazit davon abhängig ist, wie meine Aufmerksamkeitsspanne gerade aussieht, halte ich auch nicht für richtig. Also ich versuche dann, wenn ich weiß, ich spreche übers Festival, dass ich dann zumindest bei einigen Songs dabei war und zumindest sagen kann, was mir positiv oder negativ aufgefallen ist. Da zwinge ich mich dann schon selber gerade. Aber das liegt auch daran, weil ich selber so unheimlich gerne Festivalberichte gucke, ja, bei YouTube und so. Das ist für mich, ich finde das, da habe ich so 2, 3, 4 YouTuber abonniert, die das machen. Das kann auch szenefremd sein, klar. Aber das schaue ich halt gerne. So diese Stimmung nehme ich gerne auf. Und was erzählen die über Bands? Gerade von Bands, die ich nicht kenne, finde ich das mal spannend zu hören. Was machen die eigentlich? Und gibt es da einen Eindruck von? Und sieht man da was so am besten mit so ein paar Bewegbildern? Also ich gucke das unheimlich gerne. Deswegen bin ich immer so ein riesiger Freund von diesem Festival. Interessant. Und dann denke ich mir immer, wenn wir da sind, und ich meine, wie du schon gesagt hast, wir sind zwar nichts Besseres, aber wir haben schon einen ganz anderen Eindruck in Teilen in die Szene hinein, wie der in Anführungszeichen normale Festivalgänger.
Und dementsprechend glaube ich auch, gerade weil ich das selber sehr gerne schaue, dass wir dann unheimlichen Mehrwert bieten können. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst, definitiv. Und ich finde das ehrlich gesagt auch interessant, dass du da so viel Interesse dran hast an der Sache. Also auch vor allem an Festivalberichten, weil das etwas ist, was ich im Gegenzug, wenn ich zum Beispiel nicht selbst auf der Veranstaltung war, auch gar nicht als für mich so wahnsinnig wichtig wahrnehme. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich dann... Also das ist interessant, weil ich jetzt überlege natürlich, warum... Du hast es gerade selbst angesprochen, du musst dich dann ab und zu mal, wenn du dann mittendrin bist in der Sache und dann merkst, okay, eigentlich im Grunde ist das hier viel Altbekanntes, allerdings würde ich der Sache selbst jetzt nicht gerecht werden, wenn ich jetzt nicht meine volle Aufmerksamkeit auf das ganze Thema richte. Und da hast du automatisch gleich wieder diesen Druck drin, diesen Zwang drin, der dir vielleicht auch so ein bisschen das gesamte Ereignis schmälert, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben dieses... Da möchte ich gerne eingrätschen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich für mich genau weiß, pass auf, ich war da so aufmerksam, habe da alles so mitbekommen, dass ich für mich weiß, was gut und was schlecht war, ist das ein Mehrwert. Also wenn ich sagen kann, oh ja, ich könnte sein, dass die ganz gut waren, habe ich aber nicht mitgekriegt, keine Ahnung, dann macht mich das selber in meinem Anspruchsdenken nicht zufrieden. Das ist unabhängig vom Podcast, unabhängig davon, ob man Festivalberichte macht, sondern einfach auch wenn ich selber Musik live erlebe, habe ich schon den Anspruch, an mich selbst am Ende beurteilen zu können, ob ich das gut finde oder nicht gut finde und warum ich das gut finde oder warum ich das nicht gut finde. Natürlich ist das abgestumpfter, wie ich das eben gesagt habe, aufgrund dessen, weil wir jahrelang hinter den Kulissen mitarbeiten. Und ich sage ganz oft zu Leuten, diese Faszination eines Konzertgängers, die fehlt mir teilweise, dass ich davon wirklich fasziniert bin, wenn ich die Figuren nicht kenne hinter der Bühne und das einfach so als Produkt, die Band als Produkt betrachten kann, ohne zu wissen, wer das da eigentlich im Hintergrund ist oder diese Faszination. Man sagt ja immer, wenn du eine Faszination beibehalten willst, dann lernen die Leute bloß nicht kennen, so ungefähr. Oh ja. Und ich erinnere mich an, ich wurde eingeladen von dem Lykantropen neulich nach Oberhausen, habe ich ja schon drüber gesprochen. Da ist auch Kanonenfieber aufgetreten, ne? Und jetzt kennen wir alle diese Geschichten mit Kanonenfieber. Möchte ich nicht nochmal aufrollen. Aber da waren so zwei 16-, 17-jährige Jungs, ohne Scheiß, richtige Teenager, ordentliche Pickel im Gesicht und so weiter und so fort mit einer Kanonenfieber-Fieberflagge. Deswegen Kanonenfieber, Einstiegsmusik gerne, aber hat nichts mit Black Metal zu tun. Hatte nicht auch Pickelhaube auf die beiden Bänge? So Plastikpickelhaube? Das war ein anderer. Ach so, okay. Das war ein bierbäuchiger, etwas älterer gesetzt. Dann ging irgendeiner von Kanonenfieber nachher runter in den Graben, hat die beiden hergewogen, hat gesagt, kommt, da und da stellt ihr euch hin, das ist die Backstage-Tür, dann nehmen wir eure Fahnen und unterschreiben die. Und die haben sich, als sie dann hochkommen, wir standen da ja da oben, und als sie dann hochgekommen sind, haben die sich gefreut, wie ich mich früher gefreut hätte, wenn ich mal Till Lindemann mit 16 getroffen hätte. Ja. Da wäre mir einer abgegangen. So, und so diese Faszination. Ich wüsste nicht, dass es da irgendeine Band in der ganzen Welt gäbe. Satyricon ist vielleicht noch so eine Sache, wo ich vielleicht nervös werden würde. Aber wirklich keine Band weltweit, wo ich nervös wäre, wenn ich, oder zumindest so diese Euphorie und diese Vorfreude spüren würde, wenn ich wüsste, ich begegne demjenigen gleich. Und das ist so eine Sache, das haben wir uns natürlich selber kaputt gemacht durch den Blick hinter die Kulissen. Natürlich ist es dann so, dass wir die Musik nur noch für sich sprechen lassen können, indem wir die live, oder noch nicht mal live, weil live sind wir dann auch schon beeinflusst. Sogar auf Platte sind wir schon beeinflusst. Wenn wir Leute kacke finden, finden wir dieses Album schon nicht geil. Ja. Das ist dann unabhängig davon, ob das Album wirklich geil ist. Das ist schon scheiße. Ich finde, das ist schon scheiße. Und dann kannst du wirklich nur befreit Musik hören, wenn du von der Band vorher nichts gehört hast. Das Ding ist ja, dass das ist ein natürlicher Prozess. Also mit dem muss man unweigerlich irgendwann seinen Frieden machen. Unweigerlich, wenn man, sagen wir mal, über den Status eines Musikhörers hinausgehen will. Und offensichtlich haben wir beide ja, oder wir wurden so ein bisschen mit so einem gewissen, ich sag jetzt mal, Sendungsbewusstsein geschlagen, dass es, und es ist auch so einen gewissen Aktionismus geschlagen, dass es unweigerlich irgendwann dahin führen musste, dass wir tiefer in die Materie eintauchen und dass wir dementsprechend auch Kontakte knüpfen, hinter die Kulissen blicken etc. pp. Und das, was du gerade beschreibst, ne, die Entmystifizierung des Ganzen,
Das ist etwas, das dann unweigerlich sich dem anschließen muss. Es geht gar nicht anders. Das ist etwas, mit dem man dann irgendwann seinen Frieden machen muss, dem man allerdings auch nicht unbedingt noch entgegen- oder zuarbeiten müsste. Das heißt also, ich verstehe sehr gut, das ist aber so einer der Gründe, verstehst, warum ich zum Beispiel, gerade auch im Zuge von Hartschnack, immer weniger derjenige war, der gesagt hat, ich muss jetzt zwingend irgendwo Bands ranholen, um die zu interviewen, sondern immer der war, der zum Beispiel ja eher so ein bisschen noch mit den Machern hinter der Szene irgendwo, also so mit Konzertveranstaltern, Magazin, Label und so weiter, sich unterhalten hat, weil ich mich denen anverwandter oder näher fühle als dem Musiker selbst. Ich selbst bin kein Künstler, das haben wir nur festgestellt, aber das Ding ist halt, dass damit negierst du auch die Gefahr, dass du tatsächlich irgendwie dir deine eigenen Helden irgendwo kaputt machst. So, und man kommt manchmal nicht dran vorbei, und ich mache auch selbst gerne immer noch Bandinterviews dann, wenn sich sozusagen die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Helden hinter der Band offensichtlich nicht als Arschlöcher erwiesen haben. Das Ding ist aber, mit dem anderen wirst auch du unweigerlich leben müssen, auch in der Zukunft, weil es erstens keinen Weg zurück gibt, was das angeht, und zweitens es auch gar keine andere Möglichkeit gab. Ich meine, du bist nicht dafür gemacht, ich bin nicht dafür gemacht, viele, viele andere sind es auch nicht, einfach nur zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch weil das immer so ein bisschen behaftet klingt, zu konsumieren. Wir wollen mehr, wir wollen tiefer rein in die Sache. So, wir haben unterschiedliche Ansätze, was das angeht, aber wir können von diesem Drang halt einfach auch nicht lassen. Das ist Fakt, das ist Realität. So, und wer das möchte, der wird unweigerlich Opfer bringen müssen. So, und geht jedem, der zum Beispiel ein Magazin aufgesetzt hat oder der mal ein Label ins Leben gerufen hat oder der Konzerte veranstaltet. Er wollte aktiv mitgestalten und musste dabei feststellen, dass viele hinter den Kulissen einfach auch nur Menschen sind mit denselben Defiziten behaftet wie die meisten da draußen selbst. Und das ist unglaublich schwer. Und deswegen sage ich ja auch immer wieder, dass es notwendig ist, sich hin und wieder auch diesem ganzen Zirkus zu entziehen. Es ist unglaublich schwer, da irgendwo tatsächlich sich diesen, ich sag mal fast diesen naiven Blick auf alles zu bewahren, diesen kindlich naiven Blick. Aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass man das tut. Und das geht manchmal eben einfach nur durch Distanzierung, weil man sonst einfach ja wirklich auch in dem Bereich, der eigentlich, ich sag mal, die Entlastung vom Alltag bringen soll, anfängt zu desillusionieren. Und das auf breiter Ebene und nicht nur in Einzelteilen, wo du weißt, okay, der Musiker oder der Veranstalter ist halt ein Arschloch, sondern wo du dann wirklich auf breiter Ebene merkst, okay, das sind jetzt alles nur Menschen, die kochen alle nur mit Wasser, woran glaube ich eigentlich noch? So, und das sind so Sachen, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Aber das, was zum Beispiel jetzt auch die letzten 3 Monate mit sich gebracht haben, also für mich speziell und ja auch ein Stück weit für dich, war eben, dass wir uns freigemacht und losgemacht haben. Nicht nur von Erwartungshaltung, sondern eben auch davon, was hinter den Kulissen da vielleicht abläuft. Nichts mit, wie ich organisiere mit, nichts mit, ich baue mach beim Bühnenaufbau mit und so weiter, sondern einfach nur, was strömt an reinem künstlerischen Output aus der Szene zu mir rüber? Und was kann ich damit anfangen? So, und das ist etwas, was ich sage, das ist wie so ein Klarspülen hin und wieder mal, wenn man zu tief drin war, dieses Zurücksetzen. Und wenn auch nur in Teilen auf den Status eines einfachen Hörers, das absolut notwendig ist, in regelmäßigen Abständen. Weil ich glaube, in jedem Bereich, den man auch gerne mag, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man abstumpft, wie du es ausgedrückt hast, richtig ausgedrückt hast, wo man vielleicht auch so ein Stück weit desillusioniert, einfach weil man zu viel weiß. Ne? Das ist ja auch so. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, je mehr Menschen wissen, desto depressiver werden sie. Und ja, selig sind die dumm. Das ist so. Ne? Und da ist es auch so ein Punkt, egal in welchem Bereich es oder um welchen Bereich es sich im Leben handelt, aber gerade speziell um unseren hier, um diesen musikalischen Bereich, greift dieser Grundsatz für mich immer, immer wieder. Ne? Ich wünsche mir manchmal auch, dass ich zurück könnte an die Anfänge, wo alles einfach nur interessant und neu und unbekannt war. Aber dann hätte ich mich auf dieser Reise ab einem bestimmten Punkt auch unweigerlich selbst verleugnen müssen. Spätestens dann, wenn der Drang aufgekommen ist, selbst mitgestalten zu wollen. So, und das heißt, dass du bringst Opfer, unweigerlich. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwo tierisch nur noch desillusioniert, abgefuckt irgendwo durchs Leben läuft und ja, in jedem irgendwo irgendwie nur das Na, Schlimmste. ich habe schon so Phasen, wo mir das alles auf den Sack Nee, geht. du, Dito, ja. Das Ding ist, das kenne ich ganz genauso. Aber es gibt eben auch immer wieder Phasen, wo sich tatsächlich Musiker, also die Musiker hinter großartigen musikalischen Veröffentlichungen einfach als integer und unkorrumpiert erweisen
Und wo du sagst so, oh, schön, hier kommt wirklich alles zusammen. Und dann gibt es auch andere Bereiche, dann, wo Bands einfach so Bands sind und dann, wo du sagst so, weißt du was, ich muss da gar nicht zwingend hintergucken, hinter die Kulissen. Ist gut so. Nö, ist so, macht ihr euer Ding. Ich sitze hier, ich konsumiere einfach nur. Und wenn du dann unweigerlich dann doch vielleicht in den Bereich kommst, dass du sagst, okay, ich will jetzt aber wissen, was da hinter den Kulissen losgeht, weil ja, mich interessiert das persönlich, dann kann man das tun, dann ist es deine eigene Entscheidung. Aber auch im Zuge des Podcasts habe ich zum Beispiel immer wieder gesagt, wenn es nur darum. Aber es hat dich doch niemand gewarnt. Richtig. Das ist doch der Punkt. Du triffst die Entscheidung aufgrund von Unwissenheit. Nee, das Ding ist ja, wenn du, also das ist ja so ein Punkt, da müssen wir ja einfach mal jetzt Butter bei die Fische geben. Wenn man mit, keine Ahnung, Mitte 40 noch nicht begriffen hat, dass die allermeisten Menschen eben doch nur mit Wasser kochen, dann muss man sich wirklich zu viel Naivität attestieren. Das ist so, ne? Also das heißt, also wir werden unweigerlich, ich bin eher noch überrascht, wenn sich heutzutage jemand als gesetzter, normaler, integrer Mensch erweist, wenn er mir irgendwie frisch begegnet. Meistens gehe ich schon innerlich davon aus, ach Gott, ja, nee, das wird jetzt nichts. Und dann gucke ich da mit so einer gewissen Belustigung drauf auf die ganze Sache. Aber es gibt ja immer wieder diese Ausnahmen. Und an diese Ausnahmen halte ich mich dann auch. Und an alles andere, das will ich auch nicht forcieren. Und da sind wir nämlich bei einem ganz elementaren Punkt, den wir ja auch schon im Zuge von Hartschnack mehr als einmal diskutiert haben, warum ich mich so gegen, sagen wir mal, so Auftragsarbeiten oder sowas sperre. Weil ich dann eben tatsächlich auch sage, so, ich möchte da gar nicht hinter die Kulisse gucken. Ich weiß, da draußen gibt es für sich jetzt sicherlich Leute, die sagen so, ich würde gerne wissen, was da so im Hintergrund abläuft. Nun, es gibt so gewisse Bereiche, die interessieren mich auch. Meistens dann aber nicht aus persönlicher, sondern mehr so aus so einer musikhistorischen Sicht. Das heißt also, so ältere Bands zu interviewen, einfach um zu gucken, wie war denn das Gefühl damals, wie war dieser Zeitgeist, sagen wir vor 20 Jahren. Das ist für mich interessant. Was die aber letzte Woche im Studio besprochen haben, das interessiert mich eigentlich mehr oder weniger null, weil ich ja auch zu den Leuten gehöre, die sagen, so selbst wenn ein neues Album rauskommt, muss ich das gar nicht zwingend irgendwie jetzt von dem ersten Gedankenblitz bis hin zur fertigen CD begleiten, ist gar nicht notwendig für mich. Wenn das Album draußen ist und nach 3, 4 Jahren, an denen es dann frische Luft geatmet hat, immer noch gut ist, dann kann ich so langsam dazu übergehen zu sagen, okay, wie ist es denn zustande gekommen? Interessiert mich. Es ist jetzt so eingesunken und hat sich so verinnerlicht bei mir. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Aber dieses im Vorfeld eigentlich schon immer so, also deswegen, auch wenn ich in Magazine geguckt habe, in Studio-Reports und sowas geguckt habe, ne, das war nie so, dass, auch wenn die dann über die technischen Aspekte gesprochen haben, also keine Ahnung, ich benutze folgende Becken und das Mikro hat die und die Einstellung. Oh, ich weiß, es gibt so Leute, die das vielleicht für sich, weil sie selbst Musikschaffende sind, auch als interessant empfinden. Aber das ist dann wirklich die aktive Entzauberung der Kunst, wo ich sage, so, ich brauche deine Pinselstärke nicht, um zu wissen, wie das Bild zustande gekommen ist. Ist nicht notwendig, ist einfach nicht notwendig. Aber ich gebe zu, es ist eine Gratwanderung. Gerade bei dem, was wir tun, ist es eine Gratwanderung. Du musst halt immer wieder gucken, dass du dir vielleicht so ein bisschen diese Naivität. Naivität ein bisschen ein Stück weit bewahrst. Weil das in Grenzen, also in Bezug in bestimmten Bereichen und in gewissen Bereichen einfach auch etwas Gutes ist. Du aber an den richtigen Momenten dann auch einfach überlegst, okay, also wir treffen ja ähnlich wie zum Beispiel irgendwelche Review-Seiten und so weiter treffen, sollten wir eigentlich eine Auswahl treffen. Es gibt natürlich so bei Instagram und so weiter Seiten, die besprechen jeden Schnurkes. Also da muss bloß einer laut husten, das auf CD brennen und dann ist auch irgendwo sofort so, oh, hier, Review, CD der Woche. Scheiß auf sowas, weißt du? Wir haben die Aufgabe, dass wir tatsächlich auch so ein bisschen für die Leute, die da versuchen, so einen Wust draußen, also diesen Wust zu durchstreiten, dass die auch so ein bisschen, vielleicht so eine kleine Vorauswahl treffen, dass sie wissen, okay, die Leute haben und den Geschmack, auf den kann ich vertrauen, die setzen mir keinen Scheiß vor. Das ist das, was ich. Also ich sag dir mal, ohne Scheiß, ne? Man kann ja hier und da, kann man ja mal unterschiedlicher Meinung sein, wie man so einen Podcast zu führen hat. Aber nur, weil ich irgendwie 20 € kriege oder die CD behalten kann, es gab ja Angebote. Wenn ihr die CD reviewt, dürft ihr sie behalten, was ich schon fast frech finde. Da habe ich aus Prinzip schon nicht mehr reingehört, weil ich da keinen Bock drauf Ja, habe. sonst schickst du die zurück, ja. So, und ne, die haben sie ja gar nicht geschickt. Die haben wir geschrieben.
hier wollt ihr die Reviewen, dann dürft ihr die CD auch behalten. Ach, das ist so ungefähr. Aber wenn sich einer bei uns auf irgendwas verlassen kann, wir sind ja relativ unwirsch, was unsere Programmatik angeht, ja, ne? Und auch gerne mal ein bisschen unbeständig. Ja, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas empfehlen würden oder sagen würden, das ist geil, wenn wir es nicht geil finden würden. Also das kann man uns nicht vorwerfen. Definitiv. Und das kann man auch und da kann uns auch keiner kaufen irgendwie, um zu sagen nachher, hier, pass auf, ihr kriegt 500 Euro, wenn ihr diese CD reviewt. Also gibt es dann andere Formate, die vorgeblich, angeblich mit Metal zu tun haben, mit zwei Ladies in schwarz gekleidet, die dann jeden Scheiß von Powerwolf raushauen, wo du genau weißt, die haben da gerade Kohle gekriegt und haben zwei Backstage-Tickets versprochen gekriegt. Deswegen machen die das und nicht, weil sie es geil finden. Oh, und dann fragt, ist auch dieser Mehrwert, dann ist doch auch einfach dieser Mehrwert verloren gegangen, wenn ich doch diese Werbung machen will, jetzt mal ohne Scheiß, als Label, als Band, egal, wenn ich sagen will, pass mal auf, euer Format, ich kann mir vorstellen, dass uns euch und meine Musik gefällt, hört doch mal rein, ne, und wenn sie geil ist, sprechen wir ja drüber. Aber das ist da, die komplette Glaubwürdigkeit geht doch verloren, wenn doch jeder weiß, alles das, was die da gerade. Ist genauso, wenn jemand irgendwie für so einen Eyeliner Werbung macht, dann weißt du doch nur, das macht er nicht, weil er das total geil findet und seit 40 Jahren selbst trägt, sondern das macht er, weil er Kohle kriegt. Also, ja, absolut. Und das ist ja genau der Punkt. Also, wenn ich das sehe, ich meine, es gibt Leute bei uns in unserem Bereich, es gibt Leute auch im Labelbereich, weißt du, die habe ich persönlich kennengelernt, die finde ich sympathisch, finde ich nett, mit denen kann man netten kleinen Plausch machen. Dann gucke ich mir die Instagram-Präsenz an, sehe, wie ihre neuesten Erzeugnisse von irgendeiner Uschi präsentiert werden, die sich erstmal anziehen muss, bevor sie die Platte in die Kamera hält. Ich stehe daneben und denke so, Leute, was glaubt ihr eigentlich, in welchem Bereich wir uns bewegen? Jetzt mal bei aller Freundschaft. Was glaubt ihr, wo wir sind? Was denkt ihr, wie die Leute da draußen auf sowas reagieren? So. Und ich meine jetzt nicht total verbrämte Linkswichser, die dann tatsächlich irgendwo einfach nur so, oh, geiler Lack- und Lederarsch. Selbst wenn das so ist, geht doch keiner morgen los und sagt, weil hier blondierte, halstätowierte Uschi XY CD in die Kamera gehalten hat, gehe ich mir die morgen kaufen. Das ist doch Quatsch. Wer kommt denn auf so eine Idee? Nein, du diskreditierst dich in dem Moment einfach nur direkt selber, indem du sowas machst. Und jeder, der tatsächlich irgendwo, ich mach's mal, Auftragsarbeiten annimmt, der wird irgendwann auch durchschaubar wie Plexiglas. Das ist auch so. Guck dir das doch mal an. Guck dir einen wie Rauter bitte schön an. Ne, wo du dann tatsächlich in Zehner investierst und dann schiebt der dann quasi in seiner Review-Reihe dann irgendwo die CD weiter nach vorne. Und wie sehen die Dinge aus? Was hast du davon, wenn Rauter deine CD reviewt? Reviewed in Anführungsstrichen. Das ist ja, ne, hier Seite A, Seite B, Seite C, so, ne. Ich persönlich fand's das nicht so gut, ne, nicht so eine super Scheibe. Ja, kann man sich anhören, kann man aber auch lassen. Was habe ich da für einen Mehrwert von? Was bringt mir irgendjemand, der sagen wir mal, das Offensichtliche nochmal feststellt für mich? Dass da draußen zu viel Musch unterwegs ist, den man sich anhören kann, den man aber auch weglassen kann. Was bringt mir das? Du sind doch, weil als Reviewer hast du doch die Aufgabe tatsächlich, wenn die Leute erstmal gemerkt haben, okay, der hat einen persönlichen Geschmack, der meinem durchaus ähnlich ist. Aus der Vergangenheit, aus Interviews, aus Podcast-Folgen und so weiter. Ich habe das evaluiert. Der hat einen ganz guten Taste, den möchte ich eigentlich nachempfinden. Der ist auch meiner. Und wenn der dann tatsächlich irgendwo was empfiehlt, dann ist das etwas, das ich nicht separat nochmal recherchieren muss, sondern das bestätige ich vielleicht kurz und dann kann ich mir das zu Hause in meine eigene Sammlung holen. Was, stell dir doch mal vor, wir würden diesen Scheiß machen, dass wir jedes Mal irgendwo jeder von uns 50 CDs geliefert bekommen, uns da durcharbeiten. Ja, ist ein ganz gutes Album, kann man hören, kann man aber auch lassen. Was für ein Service hätten wir dann? Was würden wir den Leuten anbieten? Ganz ehrlich, was würden wir besser machen in einer Welt, wo sowieso... Also kein Mensch würde uns ja unsere Meinung abnehmen. Nee, natürlich, wenn man angenommen, natürlich wir finden dann wirklich ein Album, was wir geil finden würden. Ja. Da würde doch kein Mensch ohne Hintergedanken, ach ja, dann diesmal meinen sie es aber ja. Nee, das Ding ist ja, die würden ja auch gar nicht mehr so weit kommen. Das ist es ja. Wer schaltet denn so eine Pisse ein? Weißt du, ich meine, das ist doch ohne Scheiß. Die einzigen, die zum Beispiel Rauter-Reviews einschalten, sind doch die Bands selbst, die darauf warten, dass der irgendwann ihre CD in die Kamera hält, um dass sie das Ding dann bei Facebook und bei Instagram verlinken können. Das ist der einzige Grund. Da sitzt doch keiner davor und sagt sich, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, welches Durchschnittsalbum ich denn mir heute kaufen kann. Macht doch keiner.
Hallo? Ja, ohne Scheiß jetzt mal. Ich meine, klar, ne, es gab Zeiten, ich meine, ich kenne mich ja selber noch früher, als ich noch regelmäßig irgendwo Musikmagazine gelesen habe. Da bin ich oft genug rein in die Review-Spalten. Aber wer hat sich dann da bitte schön die 8 von 10 oder die 6 von 10 durchgelesen? Ich wollte die Knaller und ich wollte die Verrisse lesen. So, damit ich weiß, was ich meiden und was ich kaufen soll. Aber diesen anderen Schmutz, weißt du, das ist doch... Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, naja, klar, Geschmäcker sind unterschiedlich, das gebe ich dir ja auch. Alles geschenkt, weißt. Aber darum geht es ja eigentlich im Endeffekt auch. Wenn ich weiß, dass zum Beispiel Redakteur XY einen gewissen Musikgeschmack hat, den ich auch bevorzuge, dann kann ich mich doch auf seine Empfehlung durchaus auch ein ganzes Stück weit verlassen. Das ist aber Filmkritiker nicht anders. Bis er dich dreimal verarscht hat, weil er eine CD reviewt hat und gut befunden hat, wo die Kunden richtig, und da, genau, da bist du, ja genau, exakt, und da bist du sofort drin. Dann, wenn du merkst, okay, das ist jetzt, oh scheiße. Das ist, und das kriegst du auch nicht mehr weg. Nee, natürlich nicht. Der hat sich dann für alle Zeiten diskreditiert und das wird auch nie wieder zurückkommen. Und das ist ja auch das, worum es im Endeffekt geht. Es geht nicht hier darum, dass man möglichst viel Reichweite generiert. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Leute dass die einen kennen. Es geht darum, dass ich die richtigen kenne. Und dass die Leute eben wissen, wenn sie dich schauen, kriegen sie eine ehrliche Meinung serviert. Es gibt ganz, ganz wenige, auch im Social-Media-Bereich, ganz, ganz wenige Bereiche, ganz, ganz wenige Kanäle, die haben auch 100.000 oder Millionen von Abonnenten und sind trotzdem hundertprozentig integer geblieben. Es sind sehr, sehr wenige und es hat sehr, sehr lange teilweise gedauert. Aber schlussendlich setzt sich das durch. Die Frage ist bloß natürlich, hat man den Atem dafür? Das sage ich aber auch heutzutage jedem Musiker, der an mich rantritt. Ich sage, die Zeiten sind sicherlich so, dass du definitiv keine Häuser mehr mit irgendeiner Black-Metal-CD abzahlen kannst. Geht nicht mehr. Ist vorbei. So. Und das hat aber auch seine Vorteile. Und das ist nicht nur für den Veröffentlichungsbereich, genauso wie für den, ich sage jetzt mal den journalistischen Bereich. Es hat seine Vorteile, dass du heutzutage keine müde Mark mehr mit dem Bereich verdienst. Weil die Leute, die tatsächlich eben nur auf selbige müde Mark ausfahren, früher oder später hundertprozentig ausgesiebt werden. Es rücken zwar immer wieder welche nach, die nehmen dann richtig Geld in die Hand oder so und sagen sich so, wenn ich nur ordentlich investiere, wenn ich dann nur den Cashflow aufrechterhalte, wenn ich das so und so anpacke, dann wird das schon laufen. Die hauen Kohle raus ohne Ende, nur um festzustellen, scheiße, mein Label, scheiße, mein Magazin funktioniert nicht. Und warum ist es nicht? Weil es nicht integer ist. Weil die Leute, und das kann ich nur immer und immer wieder beschwören, die allermeisten Menschen haben sehr, sehr fein eingestelltes, natürliches Empfinden für Fakeness, für Unwahrhaftigkeit. Sie merken das, wir Menschen spüren das. Das ist wahrscheinlich auch was Anthropologisches, dass wir gemusst haben, okay, ne, selbst wenn mich jetzt die Säbelzahnkatze nett angrinst, würdest du mich wahrscheinlich doch umlegen. So, das heißt also, du hast intuitiv, merkst du, okay, hier meinst jemand nicht ehrlich mit mir. Und dann fängst du auch an, gleichsam intuitiv das Ganze abzulehnen. Und das ist eben so, so wichtig, dass man eben darauf, erstens, sich, dass man sich darauf konzentriert, dass man das nicht vergisst. Im Zuge der Arbeit, die man tut und dass wir zum Beispiel in dem, was wir tun, das auch nicht vergessen, dass wir auf der anderen Seite aber eben auch ja das nicht als etwas Negatives begreifen, weißt du? Weil es gibt ja immer wieder welche, die dann irgendwie heutzutage sagen, oh, naja, und da ist so viel Scheiße draußen und na, das ist alles Rohstoffverschwendung und ja, es geht auch nichts mehr wirklich vorwärts und keiner kann mit Konzerten mehr Geld verdienen und es ist außer einem netten Dankeschön und so kommt heute auch nichts mehr rum und so weiter. Ja, es ist alles richtig. Aber es wird dich unweigerlich, wenn du das erstmal begriffen hast, zu der Frage zurückbringen, warum zum Geier machst du das alles? Und das muss sich dann der Konzertveranstalter genauso wie der Musikschaffende fragen, warum mache ich das alles? Und wenn du Glück hast, kommst du dann zu der richtigen Antwort, weil du nicht anders kannst, weil es in dir drin ist, weil es raus muss. So, wenn du Pech hast, musst du feststellen, scheiße, ich war immer nur auf den schnellen Erfolg, auf das Schulterklopfen und auf die schnelle Mark aus und dann hast du sowieso den falschen Bereich und die falsche Gegend irgendwo gewählt, um dich da auszutoben. Weil die Zeiten sind nicht nur vorbei, die Zeiten sollen nach meinem Gusto auch niemals wiederkommen. Ne? Lieber krepel ich mit einer neuen Veröffentlichung irgendwo 3, 4, 5, 6 Jahre rum, bevor das Ding abverkauft ist, als dass ich nur einen Tag irgendwo damit verschwenden würde, zu sagen, pass mal auf, ich lege jetzt hier alles ins Feld, ich nutze jeden kommerziellen Winkelzug, um irgendwie vorwärts zu kommen, diskreditiere mich selbst und schaffe dann alles, was ich dann irgendwo in 20 Jahren vielleicht aufgebaut habe, innerhalb von kurzer Zeit ab, nur weil ich glaube, das müsste jetzt so laufen, nur weil ich glaube, das Geld muss möglichst schnell wieder reinkommen. Je mehr du das versuchst, je mehr du das auf Krampf und auf Knirsch irgendwo angehst, desto eher scheiterst du. Und es gibt zahllose Beispiele da draußen, da siehst du das halt immer und immer wieder. Ja, und ich wundere mich immer wieder, dass auch welche das nachrücken, klar, ne, die dann irgendwo denken so, wenn ich es jetzt nur mal so richtig anfasse. Ne, es gab ja ne, es auch Labels, gerade im Label-Bereich gibt es so viele, wo du sagst so,
Ja, klar. Ich verstehe schon, worauf ihr hinaus wollt. Ich verstehe auch, was ihr da macht, aber es wird nicht funktionieren. Tut mir leid, es wird nicht funktionieren. Ne? Die dann sagen, ja, na, guck du. Aber das klingt ja, ist ja komplett diametral zu dem, was wir zu Beginn der Sendung besprochen haben, nämlich, dass es schon eine Motivation sein kann, mit seiner Musik Geld verdienen zu wollen. Ja, für mich ist das ja sowieso etwas, was ich ja gesagt habe, was ich persönlich erstmal ohnehin kritisch sehe und zweitens, was ich lediglich dann als legitim empfinde, ganz ehrlich, wenn ich sage, es ist auf eine natürliche Art und Weise gewachsen. Da bleibe ich auch dabei. Das heißt also, wenn eine Band, und das, ich weiß, das Rammstein-Beispiel ist jetzt so ein bisschen müßig, aber es greift ja auch, wenn eine Band ihrem Stil quasi treu bleibt und dieser Stil hat einfach nur bei den Leuten immer mehr verfängt, ohne dass man sich jetzt, sagen wir mal, inhaltlich oder musikalisch anfängt, korrumpieren zu lassen. Und ich würde sagen, das war bei den ersten paar Rammstein-Alben, na klar, da gab es auch mal einen ruhigeren Song und so weiter und so fort. Aber das hat ja gegriffen. Ich meine, das hat ja auch auch bei Metallica zum Beispiel hat 10 Jahre gebraucht, bis die dann tatsächlich erstmal die erste voll ausgeformte Only-Ballade da rausgehauen haben. Und trotzdem hat es vorher schon bei Hunderttausenden verfangen, weil das, was getan wurde, qualitativ hochwertig war und weil die Musiker dahinter integer waren. Integrität und Talent sind das Einzige, was dich im Endeffekt zum Erfolg führen dürfen, jedenfalls meiner Meinung nach. Und wenn du dann dieser Erfolg eben doch Geld bedeutet, dann ist das okay. Dann ist das okay. Und dann ist es auch nachvollziehbar, wenn dann irgendwann sich, sagen wir mal, gewisse marktwirtschaftliche Mechanismen anschließen, denen du dich nicht entziehen kannst, wenn du zum Beispiel eine höhere Reichweite erreichen Ja willst. gut, aber ich Ne? sag mal so, ich weiß nicht, inwie, also Rammstein macht ja stabile, in Anführungszeichen, Pop-Up-Reklame weltweit, dann wird plötzlich der ganze Times Square New York beleuchtet mit dem neuen Aber es war Rammstein-Album ja und nicht so, und das nur 97 für so. 5 Sekunden Das war auch nicht 95 und so. dann Ne? Das darfst du nicht vergessen. genau, aber die würden nie irgendwelchen Metal-YouTubern das Ding in der Hand drücken und sagen. Ja gut, gut, das ist Rammstein aber ein schlechtes Beispiel. Die haben immer Guerilla-Werbung gemacht. Die haben immer, sind keine eingetrampelten Wege gefahren, was ihre Werbung angegangen ist, um die Musik zu produzieren. Ich meine, die sind ja direkt bei Motor Music gelandet oder was. Und dann waren die ja schlagartig, hatten die eine riesen Geldmaschinerie im Rücken. Und das als kleine Band. Ja, aber das Ding ist ja, weißt du, dann, das ist ja auch so, ich meine, es gibt ja Mechanismen da draußen, die sogenannten Talentscouts, die gehen los und sagen sich, okay, was funktioniert nicht, ne? So, und wie gesagt, für mich ist das, wenn eine Band mehr oder weniger entdeckt wird, wenn irgendjemand sagt, ihr wisst doch was, ihr habt tatsächlich Talent. Und das kann man ja einer Band wie dieser und auch zahlreichen anderen Bands nicht absprechen, dass hier ein definitives Talent vorhanden ist. Dann ist es auch legitim, wenn man tatsächlich sagt, weißt du was, aus diesem Talent möchte ich gern was machen. Wenn man dann allerdings irgendwann müde und satt wird, Das heißt also, die ganzen Black-Metal-Bands bei uns, die haben alle kein Talent. kein kommerzielles Talent, sagen wir es mal so. Also kommerziell im Sinne von, dass die irgendwo die breite Masse bespielen können. Und das ist auch etwas, das ist auch vollkommen legitim und in meinen Augen auch wirklich mit drei Auch Ausrufezeichen gut gewollt, so. glaube ich. Es Das ist ist auch, gut glaube ich, so, so es ist wirklich gewollt. gewollt und es ist gut so. Das ist ja auch das Ding, weißt du, du merkst ja, dass es relativ große Bands gibt, ne, Blut aus Nord beispielsweise, die nur mit irgendwelchen, mittlerweile mit irgendwelchen völlig verqueren Dingern irgendwie an den Start gehen, wo du sagst so, boah, ja gut, die trotzdem einen relativ großen Namen haben, wo aber auch, ja, na Sperrig. klar, wo viele Leute eben dabei sind und sagen so, weißt du, wenn ich die jetzt scheiße finde, dann stehe ich vielleicht als musikalisch unkundig da. Also sage ich lieber mal, Mensch, du, das ist aber tiefer Scheiß, du, boah, Der böse Geist des Intellektuellen greift auch im Black ja, Metal. oder wo, genau. Wehe, irgendjemand stellt auch nur die Vermutung in den Raum, ich würde das nicht verstehen. Das wäre ungünstig, ne? Nee, aber Ja. das ist das, wovon ich rede, weißt du? Also, wenn du, das hat also Talent im Sinne von, weißt du, es gibt ja unterschiedliche Formen und Ausprägungen von Talent. Es gibt ja das kommerzielle Talent, wenn du tatsächlich, und da ist ja, wie gesagt, die genannte Band ja, steht ja allem anderen voran. Also, die Einfachheit von Strukturen mit gewissen griffigen Text, Formulierungen ja. Tonfolgen und Ähnlichem, das sind ja Sachen so, die, wenn man dafür ein Talent hat, sagen wir für die simplen Dinge, dann ist das gut. Dann kann man das auch tatsächlich irgendwo auch kommerzialisieren. Im Black Metal-Bereich sind andere Talente vorhanden, weißt du? Da geht es vor allen Dingen dann eben um das, was zwischen den Noten steht. Ne? Das ist dann das, was tiefer geht, das, was eben die Atmosphäre, die Stimmung mit sich bringt, all diese Dinge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so, da ist es auch gut. Dass kommerzielle Aspekte,
Hier nach, ich glaube, sag so einer Goldrauschzeit, so späte 90er, frühe Nullerjahre, dass gewisse Dinge hier auch wirklich einfach wieder abgefallen sind. Dass vor allen Dingen gerade so kommerzielle Musikbereiche danach gegrapscht haben und sich vielleicht auch den einen oder anderen rausgezogen haben, wo sie gesagt haben, das können wir am ehesten machen. Dann aber irgendwann diesen heißen Apfel auch haben fallen lassen, weil sie gemerkt haben, okay, gut, so richtig die dicke Marie kannst du damit jetzt nicht verdienen. Und das ist auch gut so. Das heißt also, man hat sich gesund geschrumpft, man hat wieder angefangen, sich auf die richtigen Dinge irgendwo zu beziehen. Es gibt natürlich heute auch immer noch Stilblüten und Ausformungen kommerzieller Natur, gerade innerhalb unseres Bereichs, wo ich denke, das verkauft sich? Echt? Okay. Heißt also, es ist alles geschenkt, gehört alles mit dazu, aber wir reden ja wirklich hier von sehr überschaubaren Rahmenbedingungen. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, so, keine Ahnung, jedes Black Metal-Album verkauft 100.000 Stück. Ne? Ich hab letztens irgendwo von einem Grabbeltisch, habe ich, wie heißt sie denn? Warte mal, ich habe sie hier auf Liegen. Looky Looky machen. Warte mal, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist da sogar noch der Aufkleber drauf. Ach, nee, hier, komm. Scheiße, wo liegt sein jetzt? Jedenfalls irgendwie, ich glaube, die erste oder zweite von Agatho Diamond für 2 € Oh. abgegriffen. Und das war die Sonder-Special Edition Erstauflage mit 2 Bonustracks. Und da steht vorne ein fetter Silberaufkleber drauf, als wäre das irgendwas Besonderes, limitiert auf nur 6.666 Stück. Ich dachte nur, weißt du? Also das. Die musst du heute mal Das wäre verkaufen. so eine Auflage, damit könnte ich die nächsten 30 Jahre ausstalten, weißt du? Das 6 nur, weißt du? Und dann fragst du dich natürlich, wann denn der Moment ran war, dass sie dann eine Nachauflage drucken mussten, dann wahrscheinlich noch in 10.000er Stärke. Aber du merkst also, das stammt aus einer Zeit, wo viele Sachen halt einfach noch ein bisschen anders gelaufen sind und wo Leute sich dann auch wirklich gesund gestoßen haben. Und ja, ich bin froh darüber, sehr froh darüber, dass sich das wieder zurückskaliert hat. Nicht, weil ich den Leuten das Geld nicht gönnen würde und nicht, weil ich mich hinstelle und sage, weißt du was, wenn du mit dem, was du tust und wenn du es gut machst, Geld verdienst, weil ich damit ein Problem hätte. Das ist nämlich nicht so. Das will ich nur immer wieder betonen, weißt du. Wenn man sich allerdings anfängt, korrumpieren zu lassen, aufgrund von wirtschaftlichen, von finanziellen Erwartungshaltung, dann bist du meines Erachtens, was den Black Metal-Bereich angeht, einfach im falschen Bereich. Und dann kannst du ja wirklich bis zurückgehen an die Anfänge der zweiten Welle. Da hast du ja auch schon diesen Grundgedanken gehabt. Ne? Ich meine, der gute Oystein, der war ja auch so von wegen so, ja, möglichst groß aufziehen, möglichst breit anlegen, das ganze Ding muss die Welt umspannen und so weiter. Und dann gab es damals schon, gerade so in den ersten Tagen, auch so Kräfte, die dann gesagt haben, nee, eben genau das Gegenteil ist richtig. So. Und so sehe ich es bis heute, weil es gibt mit Sicherheit welche da draußen, die sagen, so, das muss irgendwie so ein weltweites Konglomerat werden und damit Geld zu verdienen, ist überhaupt kein Fehler und nicht kein Problem. Aber ich sage, zurück in den Darf ich Underground. mal Ja. gerade, dann möchte ich mal gerade so eine Theorie, die man diskutieren kann, aber bitte nicht mehr heute, Nein. wenn ich mit Blick auf die Ja, Uhr. ja, ja, Aber ist dieses weltweite Umspannen, hat das nicht geklappt? Ich meine, ich frage, sage, meine das jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern dass du wirklich, glaube ich, in nahezu jedem Land der Erde mittlerweile eine Black Metal-Band findest. Damit hat das geklappt, Ja, dieses ja. Umspannen, Und das ist auch so richtig. nur mit dem finanziellen Aspekt eben. Genau, das ist auch, und da bin ich auch wirklich ganz, also wenn wir das quasi von dem finanziellen, von dem wirtschaftlichen Aspekt loskoppeln, dann hat die Lehre tatsächlich verfangen in quasi in den Menschen aller Nationen. Und ich muss auch immer wieder sagen, also jeder, der dann irgendwo angeschissen. Junge, jetzt klingst du aber auch wie so eine Ja, Dinkeldörte, ja. die, Nee, das ist ja, das Witzige daran ist ja, ich meine, wir hatten ja parallel zum Demortem lief ja auch das Never Surrender. So, und dann gab es ja auch wieder so ein Ja. paar Puschmützen, die gesagt haben, hier eine Nazi-Veranstaltung, wo ich gesagt habe, Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele unterschiedliche Nationen auf diesem Festival spielen? Das möchte ich mal bei irgendeinem so Eritrea-Fest sehen. Weißt du, dass da irgendwo mehr als eine Nee, da darf ja keiner. Wenn da ein Weißer irgendeine eritreische Musik spielt, ist Oh, gleich Theater, nämlich angesagt. Manuel, das ist aber sehr basiert. Ne? Nee, aber ich verstehe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das heißt also, Ja. wenn man wirklich sich hinstellt und allen Ernstes behauptet, dass zum Beispiel gerade in der Black-Metal-Kultur Rassismus etwas ist, das wirklich tief verwurzelt und vollumfänglich gelebt wird, dann frage ich mich wirklich, wie aus aller Herren Länder irgendwelche Bands irgendwo nicht nur Black-Metal irgendwie spielen, sondern auch irgendwo hier bei uns in Deutschland beispielsweise dann in der Hochburg, wenn du so willst, zelebrieren, ohne dann irgendwo am nächsten Fahnenmast aufgeknüpft zu werden. Wie kann das bitte schön sein? Ist das eine Art von kognitiver Dissonanz? Ja, ich mag keine Dunkelhäutigen, bis auf die drei. Oder ist das vielleicht generell so, dass die Leute tatsächlich sagen, und da klinge ich schon wieder wie irgend so ein Müslifresser, das ist das tatsächlich so, dass die Musik tatsächlich dieses eine Element ist. Diese eine Grundformel, auf die wir uns alle verständigen können.
So, und dass wir in dem Moment, und das ist nämlich das Wunderbare an dieser ganzen Sache, nicht etwa nicht nur mehr dazu übergehen, jetzt irgendwelche Tagespolitik zu diskutieren, sondern das auf natürliche Art und Weise von uns abfällt. So, das heißt also, du kommst gar nicht mehr auf die Idee, dich jetzt hinzustellen und zu fragen, sag mal, wie ist denn das, wenn man bei euch zu Hause auf die Straße scheißt, ist das legitim? Machen das alle oder wie ist das? Nein, das ist einfach nur noch so, dass da jemand sagt, da sitzt jetzt jemand aus Indien vor dir, der hat hier auf einem deutschen Label veröffentlicht, geht momentan total steil und durch die Decke. Trotzdem erzählt dir jeder Zweite, dass Black Metal Nazi-Musik ist. Wie geht das zusammen? Wie passt das? Wie kann das sein? Und so weiter. Und da stellst du fest, die Frage, die erübrigt sich in dem Moment, wo du halt einfach vor der Bühne stehst, wo du fasziniert bist von der Energie der Leute, die dort auftreten, wo du von ihrem Ansatz, von ihrem kulturellen Ansatz, und da kommen wir ja auch wieder zum Anfang der Sendung zurück, fasziniert bist, wie sie diese spezielle Musik irgendwo mit ihren eigenen Einflüssen, mit ihrem eigenen kulturellen Background aufladen, wie das die ganze Sache erweitert und ergänzt und zu neuen, zu höheren Weihen führt. Da sind wir nämlich an dem richtigen Ort. Und da merkst du nämlich, dass auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dass da irgendeine Form von weltlicher Agenda hinterstehen muss, die Dinge sich einfach finden, wenn du quasi eine universelle Sprache benutzt. Und das ist es ja in dem Fall. Und das klingt auch schon wieder so komplett, ja, ne, versifft, ne? Aber es ist ja, du verstehst, was ich meine, ne? Du merkst tatsächlich, dass wenn du das mal wirklich auf das absolute Grundelement runterbrichst, dass ich meine, irgendwelche Unterstellungen von tagespolitischer Ladung und Ähnlichem, dass die überhaupt nicht mehr verfangen und nicht mehr greifen können. Die können schlicht und ergreifend nicht greifen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ne? Selbst wenn du in der Ukraine, keine Ahnung, irgendwelche, also damals, als es noch ging, irgendwelche Festivals hochgezogen hast, da kamen die auch aus allen Herren Ländern, die Leute ran, weißt du? Und da ist doch keiner losgegangen und hat dann irgendwo mit der ne, Messspange hier die Schädel vermessen. Das passiert doch gar nicht. Weißt du, das ist klar, sind das extreme Persönlichkeiten, die da irgendwo Also hin. ich glaube, um da Ja. mal die inzwischen totgeglaubte Disziplin der Schädelkunde mal wieder ins Gespräch zu Inzwischen bringen, tot geglaubt. Ja. ich glaube, dass das Ding gerade in Hollywood und so, dass das gerade wieder, dass die Schädelvermessungsdinger und die Hautfarbenschablonen, dass die alle wieder rausgeholt Ja, werden gerade. allerdings diesmal in die andere Richtung. Ja, das. Also das will ich nicht, das will ich nur so im Raum stehen lassen. Ich möchte das nur als Ja, das Ding ist, weißt du, das ist ja auch das, was für mich eben so wichtig ist bei der ganzen Sache, wo ich dann auch immer wieder sage, also ich beschäftige mich viel mit Tagespolitik und vor allen Dingen auch mit vielen, was heutzutage eben als, ja, Ach. durchaus. Also, ne, wenn man es bis jetzt nicht erraten hat, ich gebe es offen zu. Und das Ding ist, da kriegst du natürlich viel mit und viele der Blick auf die Welt ändert sich und dir wird in vielerlei Hinsicht auch quasi so ein bisschen deine Illusion genommen und viel wirkt trist und desillusionierend und das kann einen irgendwann mürbe machen. Und ich persönlich bin der Letzte, der irgendwo sagt, weißt du was, die ultimative Lösung darauf kann eben oder die Antwort darauf kann eben sein, dass du dich jetzt wirklich abkoppelst, also final abkoppelst und dann hoffst, dass du unter deinem Stein irgendwo glücklich wirst. Denn irgendwann grabst Dann wirst du so ein Prepper im du. Ja, klar, Wald. aber irgendwann grapscht die Realität nach dir, weißt du? Dann bist du ja nicht nur derjenige, der quasi für sich die meisten Vorräte anlegt, sondern nur für den Stärksten im Block. Weißt du? Das ist ja das Ding. Das heißt also, zu wissen, was in der Welt vor sich geht, das aber für sich persönlich einordnen zu können, quasi im Hinterkopf abzuspeichern, aber nicht dafür zu sorgen, dass es nur dein Tagesablauf bestimmt, das ist eigentlich die Herausforderung. Und da kann eben tatsächlich eine ja, so ein Ding wie zum Beispiel Musik, ne? Oder eben auch Literatur von mir aus, kann da eben tatsächlich den entsprechenden Gegenpol bilden, der dafür sorgt, dass man eben an dem Alltag und an dem, was die Normalos und die ganzen ja, Leute, die da draußen so vor sich hinkrebsen, was die nach dir schmeißen, dass dich das nicht mehr fertig macht und nicht mehr runterzieht und kaputt macht. So, das heißt also, jeder von uns braucht definitiv sein Gegenpol. Sich da nur noch drin aufzuhalten und dann wirklich nur noch mit dem Aluhut dazusitzen, das ist keine Qualität von Leben. Jedenfalls nicht so, wie ich sie leben würde. Dich davon jetzt generell nur hundertprozentig frei zu halten und zu hoffen, dass dich die Realität nicht irgendwann Du einholt. trägst nur den Aluhut, der dir passt, So ist ne? es, Den ist anderen genau setzt du gar nicht erst richtig. Ne? auf. Und da ist auch noch oben Schokolade drin, da kann ich dann immer so ein Stück runterbrechen. Ja, nee, aber das ist das Ding. Also, es ist immer eine Frage, und da kommen wir wieder zu dem pinken Titan zurück. Ne? Es ist immer eine Frage der Ausgewogenheit und ja. Darum geht es eigentlich im Endeffekt. Auch innerhalb der Musikberichterstattung, auch innerhalb der Sache, wie man zum Beispiel Musik analysiert, wie man sie aufnimmt, sich alles ungefiltert reinzuziehen. Du hast es selbst in der Vergangenheit schon mehr als einmal gesagt, einfach nur so ein Ding anzustellen, sagen wir mal jetzt irgendwie
eine Black Metal Promotion durchlaufen zu lassen und zu hoffen, dass man dann irgendwie auf der Höhe der Zeit ist, das ist illusorisch. Irgendwann schaltet das Gehirn einfach ab. Dasselbe passiert auf Konzerten, wenn man tatsächlich auf viele Konzerte geht. Irgendwann wird alles zu einem weißen Hintergrund rauschen. Dass ich sag jetzt mal, die Häufigkeit runterzuschrauben und dann durch Qualität zu ersetzen. Ich glaube, dass dann eine Ausgeglichenheit und eine Ausgewogenheit zu finden, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und vor allen Dingen sich in dem Zusammenhang von dem Gedanken frei zu machen, dass man tatsächlich, gerade auch wenn man zum Beispiel sich als, ja, sagen wir mal, als Fachkundiger geriert in dem Bereich irgendwo, dass man alles kennen muss, dass man alles wissen muss. Das sind so Gedanken, weißt du. Es gibt immer einen mehr, der irgendwo auf dem Gebiet oder auf dem Gebiet mehr beschlagen ist. Das ist immer für mich immer schon so ein Punkt gewesen. Das ist mir ganz klar gewesen. Ich rede deswegen auch nur zu dem Bereich, zu dem ich tatsächlich persönlich irgendwo meine, irgendwo sicher zu sein und im Thema zu stehen. Und das lass mich dann auch gerne berichtigen. Aber ich wette mit dir, selbst dann weiß es immer noch einer besser. Hundertprozentig. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch genau der Punkt. Und deswegen nehme ich es auch niemandem übel, weil ich nämlich hundertprozentig im selben Atemzug auch weiß, dass, wenn ich jetzt, sagen wir mal, denjenigen auf dieses oder jenes Thema ansprechen würde, wahrscheinlich auch Schnappatmung oder ein stockender Habitus kommen würde, wo du sagst so, alles klar. Also doch nicht alles, ne? Ist klar. Und die Frage ist ja außerdem noch die, selbst wenn ich mich darin befleißigen wollen würde, wirklich universell und in allem irgendwo hundertprozentig beschlagen zu sein, was würde dann am Ende an für einen Mensch bei rauskommen? Wäre ich dann tatsächlich noch in der Lage, irgendwo ein normales soziales Leben oder überhaupt nur ein menschliches Leben zu führen? Oder müsste ich dann tatsächlich autismusmäßig wirklich nur noch auf meiner Schiene fahren, ohne dass ich links und rechts noch irgendwas wahrnehme? Das kann es ja auch nicht sein. Das heißt also, Mut zur Lücke, sich freimachen von Erwartungshaltung auch an sich selbst und dann einfach das genießen, was einem dann tatsächlich auch gefällt. Ist ja auch nicht alles und es gibt auch viel Müll, den man dann auch aussortieren und beiseite schieben kann. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Schlimm ist nur, dass, wenn dir was gefällt, alle anderen sagen, das sei Müll. Das stimmt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist das. Davon musst du dich frei machen, dass du deine Qualifikation oder deine Expertise oder deine Lust an der Musik davon abhängig machst, weil ein vermeintlicher Experte neben dir sagt, pass auf, das, was du da gerade machst oder das, was du gerade hörst oder so, ist total geil oder ist total scheiße, weil die gehen auch nur zweimal am Tag scheiße. So, das ist nämlich genau der Punkt. Und niemand hat die Deutungshoheit über deinen Geschmack, egal ob er jetzt schon 10 Jahre länger dabei ist oder vielleicht schon damals irgendwie. Junge, was ist das für eine Wohlfühlfolge heute? Fernab von der Schädelkollegin. Genau. Ja, aber das ist ja darum, das, worum es im Endeffekt geht. Auch wenn das sich jetzt wie ein Haufen esoterisches Körnerfresser-Schwobel anhört. Im Endeffekt kommt es ja genau darauf und läuft es im Endeffekt genau dabei, oder am Ende darauf hinaus, weißt du. Wir haben das in einer anderen Folge auch schon mal diskutiert, diesen Umstand, der speziell auf mich jetzt angewendet irgendwo bewirkt hat, dass ich mit 20 Hälfte meiner CDs verkauft habe, weil nicht mehr true, und mit 35 diese CDs wieder gekauft habe, weil ich gesagt habe, scheiß auf euch. Weißt? Und das ist nämlich der Punkt, da muss man irgendwann hin. Und meistens ist es nicht irgendwas, was ist es kein Schalter, den man einfach umlegt und sagt so, ab heute ist es mir egal, sondern es ist einfach sind die Erfahrungen des Lebens, die dann unweigerlich dich an den Punkt führen, dass du merkst, so, weißt du was? Es ist eben nicht alles schwarz und weiß. Und es ist eben auch nicht notwendig, dass ich mich von den Erwartungshaltungen Dritter abhängig mache. Es gibt sicherlich einen Teil von Leuten, bei denen ist mir das persönlich wichtig, dass die mich in bestimmten. Aber die suche ich mir ja aus. Genau. Ich suche mir die aus. Die brauchen nicht von außen in mein Leben kommen und sagen, meine Meinung zählt jetzt und die ist jetzt wichtig und die hast du ernst. Richtig, richtig. Das suche ich mir ja aus. Habe ich ja schon mal erzählt. Wenn jemand Musikvorschläge macht, dann suche ich mir auch aus. Wie du es eben gesagt hast, der hat einen ähnlichen Geschmack wie ich, den kann ich dann eher, als wenn ich plötzlich jemanden höre, der auf 300 Roland Kaiser Konzerte war. So ist es, genau. Also, genau, und du. Genau, also, aber das suche ich mir aus. Und das vergessen die Leute, dass ganz oft da draußen, dass sie denken, sie sind der Nabel der Welt. Und wenn sie was sagen, hätte das Gewicht. Nee. Ob das Gewicht hat, bist nicht du, der das entscheidet. Ob das Gewicht hat, was wir erzählen, sind nicht wir, die das entscheiden, sondern jeder einzelne Mensch da draußen. Und den, den es nicht gefällt, der kann abschalten oder kann sagen, ja, der versaut in Anführungszeichen meine Szene, weil Black Metal nicht in Podcast-Form gehört oder so eine Scheiße. Ja, das ist dann deine Meinung, aber die muss nicht stimmen und nicht wichtig sein. Zumindest nicht für andere Leute. Ja, du, ich bin ja. Und nehmt euch nicht immer so wichtig. Die Leute nehmen sich wichtig.
Die Leute nehmen sich alle so wichtig und das ist so nervig. Ja, das Ding ist ja, weißt du, dass, also ich verstehe, dass man quasi, wenn man zum Beispiel sowas wie einen Podcast macht, dass man sich in einer Art exponierte Position begibt. Das ist so. Du bist draußen für alle, bist für alle sichtbar und mit dieser... Wenn ich Hitze nicht mag, darf ich nicht in die Küche so gehen. Wenn ich ganz in die genau. Öffentlichkeit gehe, muss ich auch mit Kritik so rechnen. So ist es ganz genau. Das ist aber ohne Frage, das ist ja auch geschenkt. Ja. Darauf aber dann so zu tun, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja, das Ding ist ja, weißt du, also ich für mich persönlich ist es so, dass also ich rechne mit solchen Dingen. Ich für mich persönlich rechne mit solchen Dingen quasi immer. Weil eben ich ja, auch. Weil haben ist ja nicht so, dass wir das nicht schon oft gehabt hätten, wenn wir mal Gast XY drin hatten. Gerade im wenn wir mal, ich erinnere mich, dass wir mal den Ralf von Ulta hier hatten. Und kurze Zeit später oder umgekehrt erst den Flo von Totenwache und dann den von Ulta. Also zwei diametral gegenüberstehende Konzepte einer Black-Metal-Band. Und wir durften uns von allen Seiten anhören, dass wir jetzt damit den Black-Metal verraten hätten oder irgendwelchen Dingern Vorschuss gegeben hätten, weil wir denen eine Plattform gegeben haben. Ja, klar. Also wie... Ja, die Leute haben alle die Weisheit mit Löffeln. Nee, das Ding ist ja, also wie gesagt, ich verstehe die Mechanik, die dahinter steht. Ich verstehe, dass Leute, sagen wir mal, also gerade in Zeiten zum Beispiel, wo tatsächlich, wo du für deine Meinung, für deine geäußerte Meinung nicht mehr höchstpersönlich gerade stehen musst, wo du es nicht mehr jemand von Angesicht zu Angesicht sagen musst, sondern tatsächlich irgendwo, sagen wir mal, beispielsweise über die Anonymität des Internets loswerden kannst, dass die Hemmschwelle, gewisse Einschätzungen zu treffen, die dann den anderen vielleicht auch herabwürdigen, herabsetzen, dass die damit sinkt. Das ist für mich nachvollziehbar. Das ist ganz klar. Ne? Und das, die Aufgabe ist dann nicht etwa denjenigen in seinem Gerede zu zensieren oder runterzubrechen, sondern die Aufgabe ist die, dass du dich quasi als Person dann selbst einfach härter machst, tougher machst und das, den Bereich, in dem du dich bewegst, als das anerkennst, was es ist. Mit dem Bewusstsein, dass du da reinbegeben hast, dass du dich aus freien Stücken da reinbegeben hast und dementsprechend dann auch mit dieser Art von, ich sag jetzt mal, unreflektierten, unqualifizierten Rückantworten auch klar kommen musst, leben können musst, weil das ist, gehört zum Geschäft mit dazu. Das funktioniert aber wirklich, also dieses damit klarkommen funktioniert wirklich in dem Moment nur, wenn man tatsächlich sich verinnerlicht hat, okay, wo befinde ich mich denn jetzt? Das heißt also, ich für meinen Teil beispielsweise, in dem Moment, du hast es vorhin gerade gesagt, ich rechne mit Kritik einfach, weil man sich exponiert hat. Das ist klar. Ne? Das heißt also, definitiv wird eben nicht jeder das gefallen, was man selbst tut. Das ist richtig. Aber ich kann das für mich irgendwo, ich kann damit umgehen, einfach weil ich für mich persönlich immer die Gewissheit habe, euch da draußen geht es nicht anders. So. Und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, zum Beispiel auch, wenn ihr ein eigenes Projekt starten wollt, euch in eine ähnlich exponierte Position zu begeben. Und damit dann auch, sagen wir mal, anfällig für Kritik. Und wenn ihr das nicht tut, dann ist eure Meinung nach wie vor eure Meinung. Und die ist auch, jeder von uns, dem steht die eigene Meinung zu. Ne? Wenn ich die allerdings dann, sagen wir mal, wenn sie aus dem Rückzug einer Anonymität heraus getätigt wird und dann vielleicht nicht mir in den Kram passt, dass ich der dann jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt mein Leben oder mein Wohlbefinden unterordne. Das muss dann auch gegeben sein. Ne? Und das ist bei mir auch in dem Fall so. Das heißt also, wenn ich da jemanden habe, der sagt zum Beispiel, du bist ein Wichser oder du redest nur Stuss, dann bin ich in dem Moment jemand, der sagt, okay, gut, ich kann das nachvollziehen. Ne? Vielleicht sogar ein Stück weit. Ich gehe dann auch kurz mal in mich und denke mir so, okay, vielleicht hast du deine eigene Redezeit. Der Mann hat einen Punkt. Ja, genau. Vielleicht hat er einen Punkt. Vielleicht hast du deine eigene Redezeit auch mal wieder ein bisschen überschritten. Vielleicht kannst du dich auch mal so ein Stück weit zurückfahren. Versuchst also den Kern den Nugget der Kritik irgendwo zu ergründen, um zu schauen, ob der legitim ist. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass ich dann sage in dem Moment, ja, aber die Art, wie es dann mir mitgeteilt wurde, die fand ich schon sehr angenehm. Das passiert ja trotzdem nicht. Ne? Und das wird auch nie passieren. So, das heißt also, im Endeffekt, ich weiß, dass Leute quasi, wenn wir zum Beispiel bei so einem Projekt wie das, was wir hier tun, schneller bei der Kritik oder schneller bei der Hand sind, weil sie ja davon ausgehen, dass wir, dass sich hier keine Amateure hinsetzen, um vor sich hin zu blubbern. Das heißt also, in gewisser Weise gerieren wir uns ja selbst auch als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Fachleute und von denen hat man auch, oder da hat man auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn die nicht erfüllt wird, dann kann einen das wurmen. Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwo dieses Bild irgendwo aktiv forciert hätten. So, und das ist ein Punkt, das war in der Vergangenheit nicht so, das wird in Zukunft auch nicht so sein. Das heißt also, den Anspruch, dass ich alles kennen und alles wissen und über jede Entwicklung informiert sein muss, den habe ich nicht, den will ich mich nicht aussetzen, weil das, was dann im Endeffekt an
Begeisterung, was ich habe für die Szene, wahrscheinlich hinten runterfallen würde, wahrscheinlich kaputt gehen würde. Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich so ein Punkt. Ich glaube, da machst du mehr kaputt, als wenn du das verinnerlicht, als dass es irgendwem da draußen was nützt. Was, jetzt mal ohne Scheiß. Mal ohne Scheiß. Ja. Wir sind ja unter uns beiden Pastoren hier. Hört ja eh keiner zu. Ja, absolut. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich stell mir vor, du würdest wirklich alles wissen. Ja. Alles wissen. Das heißt, das generiert, das bedeutet auch diese 200 Veröffentlichungen am Tag, die du hören müsstest. Theoretisch, ja. Das gehört, da gehört zu diesen 200 Veröffentlichungen am Tag zu überlegen, was für eine Intention ist dahinter, mit den Leuten zu sprechen, was wollt ihr damit aussagen? Gibt es da plötzlich einen Knotenpunkt, einen Knackpunkt, wo es eine neue Entwicklung innerhalb der Szene gibt? Weil jemand, der diesen Knackpunkt kennt und du aber nicht, weil du von den 200 Alben nur irgendwie 195 am Tag geschafft hast, da kann der sich aus dem Fenster und sagen, pass mal auf, das hättest du aber wissen müssen. Das ist elementar. Ja, aber das Ding ist ja, das ist genau das Ding. Aber Das ist ein Gedankenspiel, ja, das verstehe ich schon. Ne? Aber das Ding ist ja, weißt du, dieses Gedankenspiel, das ist insofern, fast mehr oder weniger schon hinfällig, weil eine Sache vollkommen klar ist. Kein Mensch schafft das. Es ist menschlich gesehen nicht möglich, für 200 Alben oder sagen wir mal nur für 20 Alben pro Tag eine Feinanalyse aufzustellen. Es gibt sowas nicht. Und wenn, dann sind das Leute, die mit Sicherheit vielleicht irgendwo geistig anders befähigt sind, ich nenne es mal so, aber die dann tatsächlich ihre... Ja, Autisten können zum Beispiel, genau, aber die dann ihre Einschätzung zum Beispiel nicht formulieren könnten oder nicht an den Mann bringen könnten oder nicht, sagen wir mal, einer Person, die nicht derartig beschlagen ist, näher bringen könnten. Das sind dann so alles Sachen, die würden dann hinten runterfallen. Und ich muss sagen, das ist auch so dass dieser Aspekt, den ich immer im Hinterkopf behalte, weißt, dass ich eigentlich sage, klar, ne, ich nehme immer gerne sozusagen das zusätzliche Know-how von anderen, die dann irgendwo besser aufgestellt sind in bestimmten Bereichen als ich, nehme ich gerne an. Genau das ist der Punkt, was ich eben gesagt habe. Du hörst auf Leute, auf Kritik. Wenn ich irgendwas äußere und du meldest dich nachher bei mir und sagst, pass auf, Manuel, das war aber komplette Kacke, ja, dann ist mir das deutlich wichtiger und substanzieller, als wenn irgendein Typ XY im Internet schreibt, hier, pass mal auf, ihr habt ja gar keine Ahnung, was ihr für eine Scheiße macht. Dann ladet ihr auch noch irgendwelche Gäste ein, die mir nicht passen. ihr solltet euch aus dem Internet verpissen und nicht über Black Metal reden, so ungefähr. Ja, das hast du immer wieder. Das ist mir dann relativ schnurrt. Nee, das ist ja der bin Punkt. Bin ich ganz genau ehrlich. Aber wenn du mir dann was sagst oder jemand anderes, der mir was bedeutet, wo ich auch weiß, das macht dann nicht aus irgendwelchen billigen Narrativen, weil die Begründung, warum du das machst, ist ja eine andere. Die Motivation ist ja eine andere, ja, als diejenigen, die sich dann irgendwie unbekannterweise generieren, um irgendwie für 5 Sekunden wichtig Tour im Internet. Ja, aber das ist ja genau das, worum es geht. Das heißt also, du musst ja natürlich auch in der Kritik, in der Manöverkritik, die du bekommst, auch in der die Fähigkeit haben, zu differenzieren. Das heißt also, ich persönlich finde es immer wichtig zu wissen oder sagen wir mal eine Vorstellung davon zu haben, woher kommt das Ganze? Was könnte die eigentliche Intention vielleicht hinter der Beleidigung sein, die dann vielleicht auch kommt? Was ist da tiefenpsychologisch jetzt abgelaufen? Ne? Also was ist da? Ja, tiefenpsychologisch. Ja, genau, ich finde, da räumst du ein bisschen viel Spielraum ein. Also das Ding ist ja zum Beispiel, das Thema hatten wir ja auch schon. Also wenn zum Beispiel irgendjemand wahnsinnig für seine Sache brennt, ne? Das bist du ja auch. Du bist ja ein sehr leidenschaftlicher Typ. So und was die Musik angeht, alles andere weiß ich nicht. So und und das Ding ist ja, wenn du für so eine Sache brennst und jemand quasi sich dann hinstellt und über diese Sache spricht und dann ist alles soweit gut, wie quasi sich eure Meinung ähneln. Oder gleich, Meinung denkt, ja, genau. Und das wird dann erst problematisch, wenn derjenige, dessen Meinung vielleicht auch legitim ist, von diesem Bereich abweicht, vielleicht irgendwas nicht richtig ausdrückt oder für dich nicht gefällig ausdrückt. Und dann überdies dann auch noch exponiert ist. Also in dem Moment dann auch noch sichtbar für alle anderen. Weißt du, das ist eine Sache, wo du sagst, so kommst du in den Bereich rein, wo es schwierig wird, weil du dann eben tatsächlich irgendwo ein emotionaler Bereich bei dir getingelt ist, der dazu tendiert, nicht jetzt irgendwo zu sagen, so, also ich möchte erstmal an dieser Stelle ganz klar machen, also erstmal darf jeder sagen, was er möchte und trotzdem finde ich, dass in dem Bereich etwas, ein bisschen Dinge durcheinander gegangen sind, hab da vielleicht selbst gemerkt, nein, du polterst erstmal los und je tiefer deine Verwurzelung oder je tiefer deine Anbindung ist, die kann ja unterschiedlich gestaltet sein. Es können ja Leute sagen, die sich freiwillig für, sagen wir mal, Kunst entscheiden, weil sie sagen so, weißt du was, das ist eine Bereicherung für mein Leben. Dann gibt es aber auch Leute, die das als Stütze benutzen in ihrem Alltag, die sagen so, weißt du
was? Ich brauche zum Beispiel, keine Ahnung, ich brauche jeden Tag irgendwo 3 CDs New York Hardcore, weil ich diesen Push brauche, um durch meinen Alltag zu kommen. So, weißt, das gibt's ja auch. So oder so sind das Leute, die emotional irgendwo eher emotional auf die Musik reagieren und die dann natürlich emotional ähnlich reagieren, wenn sie das Gefühl haben, irgendjemand in Anführungsstrichen versündigt sich gegen das, was sie tun. Und das ist das, was ich im Hinterkopf immer behalte, wenn zum Beispiel auch einer in meine Richtung sagt, so, pass mal auf, du hast keine Ahnung. Ne? Dann sage ich ihm, pass auf, das kann sein. Ne? Oder wenn mich irgendjemand einen blöden Wichser nennt, dann sagt er, okay, das ist vielleicht dein Eindruck. Das kann auch durchaus sein. Und ich verstehe auch, woher es kommt. Allerdings kann ich das nicht annehmen, nicht in dem Sinne, wie du es vielleicht gerade raushaust. Erstens, weil ich das ein bisschen anders sehe. Und zweitens, weil du mir persönlich... Findest du nicht, dass du eben drum, ne? Und zweitens, weil du mir als Person tatsächlich auch nicht, und das tut mir jetzt leid, dass ich dir das sagen muss, nicht wichtig genug bist, dass ich diese Meinung jetzt verinnerliche. So, das heißt, dass ich ziehe das raus, was für mich einfach sinnvoll ist. Zum Beispiel, dass ich mich vielleicht mal ein bisschen hinterfragen muss in meinem Podcast, vielleicht nicht mehr so extrovertiert auftrete, vielleicht nicht so viel rede etc. Das gebe ich dir, das nehme ich gerne an. Vielleicht habe ich tatsächlich auch fachlichen Fehler gemacht, das kann ich korrigieren, kann das übernehmen. Aber das andere, das tut mir leid, das funktioniert nicht. Dafür sind wir nicht dicke miteinander genug, als dass mich das jetzt emotional tangieren könnte. Ich hoffe, du verstehst das, ne? Und dann wünsche ich dir einen guten Tag und einen guten Weg. So, und das ist so der Ansatz, den ich dann fühle. Das ist so ein bisschen, klar, das hat so ein bisschen immer so diese pädagogische Komponente. Aber damit fahre ich insgesamt einfach tierisch gut, weil ich dann irgendwo merke, so, okay, ne, mir geht es ja auch oft genug so, weißt du, dann siehst du jemanden, du willst sofort wie so ein Pitbull da drauf gehen und dumme Sau, du, weißt du, und dann merkst du das, also ich habe das gerade in meiner Arbeit, habe ich das oft so, ne, da kriegst du Leute, die werden dir von deinen Kollegen schon... Nennen sich Kunden. Kommen so Leute auf mich zu, da sagen die Kollegen zu mir, oh, da musst du aufpassen. Das ist ja, oh Mann, was für ein Arschloch. So, und dann gehst du da so ran an den und denkst dir so, okay, dann wollen wir mal gucken. So, und dann holst du sie da ab, wo sie sind. Du merkst, die sind schon so ein bisschen aufgeputscht. Die sind schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und dann entwaffnest du die mit deiner eigenen Sympathie, weißt du? Und dann stehen die da und so, oh ja, das tut mir leid, dass ich so war. Weißt du? Also jetzt nicht im Sinne von Singekreis und keine Ahnung, ne, wir schlagen jetzt alle die Laute. Nein, nein, das sicherlich nicht. Aber ich verstehe, ich versuche immer generell bei allem zu verstehen, okay, woher kommt's? Und manchmal fahre ich damit dann eben auch besser. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo ich sage, okay, das ist jetzt stumpfe Polemik gewesen. Da ziehe ich für mich einfach nichts draus, außer zu wissen, was dich da wahrscheinlich zu angetrieben hat. Das weiß ich im Grunde schon. Ich weiß, woher es herkommt. Es gibt viele wie dich. Ist jetzt nicht schlimm. Kannst gerne so weitermachen. Aber für mich, nee, ich nehme mir das nicht an. So, und damit fährt man eigentlich, glaube ich, insgesamt als Beste am besten. Weil ich glaube tatsächlich, dass das ansonsten einfach die Scheiße ist, von der man Krebs kriegt. Ohne Scheiß, ne? Also wenn man sich dann wirklich immer wieder in diesen Ausnahmezustand bringt. Ne? Und das funktioniert. Wenn man Leute zu wichtig nimmt, die einen eigentlich überhaupt nicht will, das ist genauso wie mit der Generation vor uns. Der Garten muss hübsch sein, nur um den Leuten zu gefallen, die man eigentlich nicht leiden kann. Absolut. Und das Ding ist ja, ich meine, das ist ein interessanter Bereich, dass du ansprichst. Und da ist es auch wieder, und das ist auch mein abschließender Gedanke zu dem Thema. Gott sei Dank, ich wollte nämlich schon einmal das Schlusswort anbeuten. Ja, richtig, das auch sofort tun. Das Ding ist, es hat alles ein Für und Wider. Und wenn du, sagen wir mal, in einer Nachbarschaft lebst, wo jeder so ein bisschen auf sich achtet und wo jeder auch irgendwo dafür sorgt, dass sein eigenes Haus, sein eigener Garten in Ordnung sind, dass es vernünftig aussieht, dass kein Müll rumliegt, dass du dich ordentlich aufführst, dass du das, was du hast, hegst und pflegst, dann ist das nichts per se Schlechtes. Es wird aber dann korrumpiert, wenn irgendjemand anders anfängt, die Nase in deinen Scheiß zu stecken und versucht irgendwo das, was er glaubt, was richtig ist, irgendwo auf dich selbst umzumünzen. Wenn du natürliches Empfinden, und die meisten haben natürliches Empfinden, zu sich, zu ihrer Umgebung, zu denen, was sie interessiert, fasziniert, wenn du das hegst und pflegst, dann ist das okay, weißt du? Aber wenn es dann irgendjemand dann seinen dicken Riechkolben dann irgendwo da reinsteckt in deine Sache und sagt so, hey, pass mal auf. Weil er die Hecke gerne genau, richtig, haben genau, weil du sagst so, meine Hecke ist aber eigentlich im Grunde gut, so wie sie ist und sie ist eigentlich voll im Rahmen. Und er dann aber sagt so, pass mal auf, ich habe hier aber ein Lineal dabei. Dann kannst du immer noch sagen, ja, weißt du was, ich bin kein Generell, also ich mache jetzt hier nicht den, ich kippe. Ich bin kein Gärtner. Genau, ich bin kein Gärtner. Ich kippe jetzt aber auch nicht irgendwo 3 Tonnen Müll in meinen Garten, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Aber das, was du sagst jetzt hier und jetzt, das versuche ich dann jetzt auch mal zu ignorieren. Und damit fällt man dann tatsächlich am besten, weil man dann irgendwo merkt, und weißt du was? Dann überprüft man, ob sich wirklich Tarzan von Liane zu Liane schwingt in deiner Hecke. Ja, und wenn dem nicht so ist, dann kannst du sagen, okay, ihm gefällt meine Hecke nicht, aber... Darum geht es im Endeffekt, dass man tatsächlich regelmäßig dazu übergeht, sich selbst zu überprüfen, zu schauen, auch mit... So mit, ist es. Mit, ja, aber das machen wir. Klar. Das machen wir ja regelmäßig auch... Zumindest, weil du ja auch nie mit Kritik an mir sprachst. So, das ist ja das Ding, weißt du? Und umgedreht genau dasselbe. Das ist ja das Ding, worauf es im Endeffekt auskommt. Du hast Leute, denen du vertraust und die dann dir gegenüber auch ehrlich sein dürfen. Und
Den nimmst du dann tatsächlich auch, also da nimmst du auch. Da setzt sich das voraus, dass die ehrlich so, zu mir sind. So, genau, weil du das forderst du dann auch ein. So, weil du dann nämlich weißt, okay, ich sehe mich selbst so und so, aber darüber hinaus brauche ich hin und wieder mal eine Meinung von außen. Und ich sitze mit demjenigen nicht jeden Tag am Tisch und ich gehe auch nicht mit dem ins Bett, glücklicherweise. Aber der meint es gut mit mir. So. Man soll die Toten werden am Ende des Krieges gezählt, mein Freund. Ja, wer weiß, ne, wie lange du jetzt noch als mittelloser Student hier irgendwann stehst bei mir vor der Tür mit gepackten Koffer. Ja, ich wurde rausgeschmissen, was soll ich machen? Genau. Ja, nee, aber ich denke, das soll es an philosophischer Schwurbelei auch für den heutigen Tag gewesen sein. Wir haben ja mittlerweile auch die 2-Stunden-Marke geklappt und dafür, dass wir überhaupt kein Thema vorher hatten, merke ich schon, dass wir vielleicht ein, zweimal in diesem Sommer zwischendurch nochmal zusammenkommen sollen. Sehe ich nämlich genauso. Und ich denke auch, die Leute, die jetzt immer noch dran sind, die werden auch genau das vielleicht so ein Stück weit vermisst haben. Und alle anderen werden sich gesagt haben, oh, ist ja dieselbe Scheiße wie immer. Den danke ich. Hat sich ja gar nichts getan. Gott sei Dank findet das seltener statt. Richtig, den danke ich aber dafür, dass sie es nochmal eingeschaltet haben, dass sie nochmal mit dabei waren. Gerne, danke. Ne? Auch wenn es leider nichts gebracht hat, auch die erneute. Um dann in der privaten Chatgruppe, WhatsApp-Gruppe über den Podcast zu lästern. Boah, hast du die Folge gehört? Die war schon wieder richtig. Richtig, da bin ich ja. Die haben wieder nur über alles geredet, nur nicht über Musik. Nee, da bin ich ja anonym mit drin und hetz dann am meisten, weißt du. Was für Schwachköpfe, so unglaublich. Und dieser Kaiser, Alter, der hat ja voll einen Schatten, weißt du. Ja. Der kommt aus dem Reden, der hat aber einen ganz schön geringen Redeanteil. Ganz genau, heute. Richtig, ne? Nicht. Ja, das kenne ich. Ja gut, ich würde sagen, ne, aber wir können es dabei belassen für dieses Mal und ich denke, wir haben auch für die Zukunft irgendwo alles soweit erstmal gelegt. Die Weichen sind gestellt. Wie gesagt, ich werde jetzt als nächstes, ja, kann ich auch nochmal kurz mit raushauen, ich werde als nächstes beim Sturm des Reigen anzutreffen sein, also wenn es jetzt um Veranstaltungen geht. Da hätte ich ja Bock drauf. Ne? Was, das Billing ist auch der Hammer. Also Sturm des Reigen ist ein fettes Line-Up. Cold Earth ist da. Ja, ja. Und ich glaube, Cenotaph. Ja, ja, genau. Da hast du noch Warlord. Und auf die hätte ich ja unfassbar Bock. Also das ist Dings hier, also was unter anderem da hier Deviant Records irgendwo mit auf die Beine gestellt haben. Das kann sich sehen lassen. Das ist auch so ein bisschen so für mich so ein bisschen der Place to be dieses Jahr. Ich meine, das Billing zum Beispiel vom OTBS, das ist mega stark dieses Jahr und ich freue mich schon sehr darauf, aber das ist ja eben immer so eher so ein Arbeitstermin. Dieses Mal werde ich als scheuer Beobachter und vielleicht noch ein bisschen als Mercher mit dabei sein jetzt beim Sturm des Reigen und da freue ich mich dann auch drauf. Aber das Ding ist, das sind so, das, also da, was sie da zusammengekarrt haben, das ist schon beeindruckend und ich werde definitiv Bericht erstatten. Ne? Vielleicht machen wir sogar so einen kleinen Daily Recap, ne, wenn wir jetzt mal bei den Anglizismen das bleiben wollen. Cool, ja. Ne, für alle, die dann interessiert daran sind. Und dann geht es nach munter weiter. Wie gesagt, ich habe das ein oder andere Thema. Ich habe ja mich jetzt in den letzten 3 Monaten nicht zum Schwarzen Kanal durchringen können, aber der ist schon in der Pipeline und die Themen sind schon beisammen. Das heißt also, ich muss nur noch aufzeichnen und dann geht das Ding auch raus. Also für die nächsten, ich denke mal 2 bis 3 Monate habe ich schon genug auf dem Schirm, dass ich sage so, okay, ne, wenn du jetzt irgendwo tatsächlich zeitlich eingespannt bist, dann werde ich den Kahn ganz gut steuern können. Ne, und wenn du dann... Ja, aber ich kenne mich ja auch, wenn das erstmal wieder läuft, dann juckt es mich ja auch. Genau, und wenn du siehst, so, was macht der da? Das kann nicht wahr sein. Schmeiß ich die Ausbildung über Bord, ne, und konzentriere mich auf den Podcast, wo ich nichts mit verdiene. Richtig. Ja, du suchst dann die Werbekunden, weißt du, und ich sorge dann für die kontroversen Inhalte. Richtig. Ich mache dann und ich bespreche dann das neue Powerwolf-Album und warum das so besonders richtig gut ist. Nee, das können wir dann ja machen. Weißt du, dann muss sich einer von uns muss seine Integrität aufgeben, dann lässt sich das auch machen, weißt du? Und der andere, der muss dann zumindest nach außen so tun, als wäre das legitim, ne? Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Frau hat geschrieben, Essen ist fertig. Oh, hoppla hopp, solange sie noch da ist, ne? Solange es noch was zu essen gibt. Solange sie noch da ist, meinst du, hau mit dem Essen ab, oder was? Ja, genau, richtig. Nee, ich meine, solange du noch irgendwo mit an den Tisch darfst, das ist ja das Ding, weißt du? Also, ich sag's dir ja, das ist eine Frage, wie lange unsere Verabschiedung dauert. Als mittelloser Student, ne, das ist ja so eine Sache. Ich kenne das ja. Ne? So, Junge, wann holst du das? Das ist ja das Ding. So. Ne? Ja, gut, alles klar. An euch Leute da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet richtig, habt. Ich hoffe, dass es wirklich nicht so selten ist, wie ich gerade befürchte aktuell. Ich versuche wirklich, mich da auch noch ein bisschen einzubringen. An alle Neuen, herzlich willkommen. Ich hoffe, dieses Geschwurfel und Geschwafel hat euch gefallen. Da könnt ihr euch öfter drauf einlassen, wenn Gerald und ich unter 4 Augen miteinander sprechen. Das artet dann immer so aus. Wir haben dann kein Thema und dann kriegen trotzdem 2,5 Stunden voll. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, dass ihr alle eingeschaltet habt.
Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Macht's gut.